Eigentlich ist das der viel coolere Platz. Den muss ich nächstes Mal nehmen. Es sitzt mal geiler. Aber ich gehe ja. Nein, ist doch gut. Ich gehe doch rum. Ich habe hier auch letztes Mal gesessen. Sitzt du doch, wo du willst. Das letzte Mal kennen die Leute ja nicht. Nee, noch nicht. Aber so, geht das los? Wir sind bereit schon. Warum sägt das nicht wieder? Zeitversorger vielleicht. Achso, muss ich so nochmal so machen. Du hast wahrscheinlich deine Internetrechnung wieder mal nicht bezahlt, ne? Lustig, ne? Aber ein guter Start hier. Ja, ein guter Start. Wir sind hier endlich live heute Premiere. Ja. Das ist meine Kellerkneipe. Wie sagt man dazu? Hobbykeller. Das ist unser. Wollte ich gerade sagen. Oh, Entschuldigung, bitte. Ich kann mich daran erinnern, als ich zu dir mal Kumpel gesagt habe. Da hast du zwei Wochen mit mir nicht mehr geredet. Und jetzt kommst du mir an mit deiner Kneipe. Jetzt muss ich ganz kurz fragen, aber ich sehe jetzt mein Video, nicht mein Chat. Was muss ich machen? Auf Chat klicken oben. Oh, guck mal, der Klugscheißer. Da ist er wieder. Da. Abend! Tachchen. Jetzt, moin moin. Geiler Partykeller. Und zwar wollen wir hier im Partykeller Folgendes machen. Wir können auch hier reden. Ja. Das ist der Ajan. AJAN.Berlin. Und das ist der Mario. Den kennt ihr ja schon, ne? Das ist richtig. Ja, Milliarden waren Fans. Ich weiß das. Du bist ja seit mehr als 20 Jahren inzwischen erfolgreich. Bei Twitch. Ich bin Newcomer. Ich bin aufgeregt. Finde toll. Ich auch. Ich kann das bei Twitch. Musst du mir von dir erklären lassen. Ich hab mir echt einen Splitter reingefahren gerade. Was? Mir tut das voll weh. Ich hab doch noch die Bilder aufgehangen von Paul Panzer und von Ilka. Ich hab richtig mit dem Splitter. Alter. Hier drinnen. Soll ich ihn rausholen? Nee. Ich merken. Ich lutsche dir raus. Ich merke mit der Zunge, merke ich. Mit der Hand. Haben wir nicht eine Pinzette hier? Ich sehe doch ja nichts mehr. Ich aber. Siehst du was? Da. Warte. Da irgendwo. Aber ganz fein, ne? Ganz fein. Merkst du den? Ja, aber da will ich jetzt aufpassen, weil kriegst du wahrscheinlich, also nicht hundertprozentig, aber könnte natürlich eine Blutvergiftung werden. Also. Zwei doofe, ein Gedanke heute Abend. Wir werden gemeinsam mit euch einmal in der Woche jetzt hier sitzen, werden alle möglichen Themen anquatschen, ihr könnt natürlich mitmachen. Eure Meinung ist uns wichtig. Ich war froh über Anregungen. Froh über Anregungen. Ja. Ich hoffe, dir fällt euch die Kneipe, die Neon. Neon-Schilder-Schrift. Ich kann ja auch da, wir haben ja auch da. Da genau. Die Neon-Schilder-Schrift, Freunde, ist schon in Auftrag gegeben. Die Kneipe wird heißen. Da. Roswitha Kekwe. Kickst du blöd, wa? Jetzt kicke ich ein bisschen blöd. Ist ja. Weil Roswitha Kekwe, kennst du nicht, wa? Nee, kenne ich nicht. Aber die werde ich ja kennenlernen, sicherlich. Wie wird der herkommen, wenn die Kneipe so heißt? Roswitha? Nee. Ach, du denkst, es gibt eine Roswitha Kekwe? Na, selbstverständlich. Quatsch. Warum soll die denn sonst so heißen, die Kneipe? Kekwe! Kekwe, Alter! Kekwe, ja. Roswitha Kekwe. Nicht Kekwe war. Kekwe. Kekwe. Was ist Kekwe? Keine Ahnung. Kekwe. Was ist Kekwe? Lachst du mich jetzt aus, weil ich was nicht weiß? Jawohl! Lachst du mich aus, weil ich was nicht weiß? Omega-Lull. Omega-Lull. Ja, weiter. Ja, Alpha-Lull, oder was? Die Alpha-Lull liebt sich. Na, warum nicht? Warum gibt es kein Alpha-Lull? Warum gibt es kein Alpha-Lull? Weil wir das nicht wollen. Omega-Lull. 8-Lull oder was? Warum ist 8-Lull? Also Omega ist doch 8. Warum ist das 8? Ist nicht 8 im Griechischen? Alpha, Beta, Gamma, Delta. Komm, Klugscheißer. Omega. Sag ich doch 8. 12. Omega, weil von A bis O sagt man doch. Von Alpha bis Omega, von Anfang bis Ende. A bis Z. Das gab es damals noch nicht. Ach so. Abo Z. Okay. Das Telefonbuch. Ja. Abo Telefonbuch. Schönes Telefon. Ich habe für die jungen Leute, die jetzt zuschauen, habe hier ein altes Telefon. Teflon. Wahlscheinlich-Telefon. Kann man das sehen? Soll ich es dir zeigen? Das ist ja geil. Also es ist wirklich geil. Vor allen Dingen. Weil das Allergeilste ist, ja, pass auf, möchtest du erst die Handyhülle sehen? Zeig dir. Wahnsinn. Ich hätte aber gesagt, wahrscheinlich gab es damals die passende Unterwäsche dazu. Und dazu auch. Ich kann
Ja, ich dachte jetzt nicht so tun, als ob ich. Ja. Mach mit! Ist ja. Das ist die erste Annüle. Ich hab mir gerade vorgestellt, so Unterhose. Also nur mit der Unterhose. Und das ist hier bei Jesus. Hallo? Oh, das ist schon so ein bisschen siffi. Ach, guck mal hier mit Dings. Mit Tesa, damit das nicht auseinanderfällt. Damit das nicht auseinanderfällt. Ja. Vom Feinsten. iPods. Ja. Was möchtest du trinken, bevor wir anfangen? Ich nehme. Ein bisschen Bauchschmerzen jetzt vom Essen. Ja, ich würde gerne noch so einen Burger essen. Ich habe dir noch mitgebracht. Willst du auch? Ja, gerne. Was denn? Cheese oder? Möchtest du vorher was trinken? Ich nehme so einen hier. Warten. Einen Charlie. Was ist denn das? Du würdest hier in Berlin, oder ihr in Berlin, würdet Futschi sagen. Ja, richtig. Also. Achso, Chat. Warum geht denn mein scheiß iPad immer wieder aus? Was ist denn das für eine betriebliche Anbewegung? Das möchte ich nicht. Guten Appetit. Danke. Gleich. Ich muss bei der Einstellung den Sperrmodus ausstellen. Geht nicht. Ist jetzt zu lange. Mhm. Dürfen wir Alkohol trinken, Chat? Sag mal, gib mir mal eins, wenn wir jetzt schon Alkohol trinken dürfen. Weiß ich gar nicht. Dürfen wir Alkohol trinken? Meinst du, die haben ein Problem damit? Ja, da kommen die Einsen. Darf man Alkohol trinken? Chat? Eins, ja. Ansonsten ist es alkoholfrei. Ja. Meinst du, die haben ein Problem mit, wenn ich jetzt hier rumschmatze und hier rumklecker? Wir brauchen nur eine Cola. Muss man so richtig ins Mikrofon schmatzen. Doppelt einfach. Mhm. Ich muss nicht wissen wegen der Kohle. Das wird nicht. Ja. Mach ihm mal einen Doppelten. Mach mir mal einen Doppelten. Marianne. Ja, da ist ja nichts drin. Da ist ja nichts drin. Aber das ist echt 2CL. Kannst du dir vorstellen? Das ist ja Janisch, ist das. Da passiert ja überhaupt nichts, oder? Und mach mal rein, ist klar. Ja, ist ja gut. Ich kann auch mit Jägermeister. Nein! Nein. Alter, das sagst du selber. Danke. Überleg mal, Jägermeister gemischt mit... Jägermeister Fanta. Mit Asbach. Alter. Jägermeister mit Asbach? Mhm. Danke. Nicht so viele Cola. Oh, Entschuldigung, ist das auf ein Stück Zwiebel. Auf Zwiebel drauf. Auf ein Stück Zwiebel drauf. Ja, Prost. Und warte doch mal. Worauf denn? Wir sind heute Abend hier. Wir werden jetzt die einmal in der Woche, gerade in dieser Corona-Zeit. Corona-Zeit. Wo wir alle zu Hause sitzen, werden wir über alle Themen reden, Freunde. Über alle. Mhm. Gerade helle Fresh-Werbung bekommen. Wer? Bekommt man direkt schlechtes Gewissen. Ich darf nicht sagen, dass ich HelloFresh nicht bestelle, wa? Dann gibt es dann Ärger. Wenn ich sage, dass die ja so oft nachhaltig machen, aber wenn du bei denen ein Essen bestellst, hast du 4000 Tonnen Müll. Und das Hackfleisch damals. Geiles Hackfleisch. Da haben sie mir einen Anwalt direkt auf den Arsch gehetzt. Ja? Ich darf nicht drüber reden. Aber Anwalt auf den Arsch ist auch schön. Anwalt auf den Arsch, das kommt drauf an. Auf den Anwalt, wa? Ah, aber so schöne schöne Kneipentelefon. Sag ich ja was? Nee, der Eiern ist sie da. So. Auf die Lungen. Meine Frau. Gerade hier auf dem Dresen eingepennt. Mhm. Auf dem Dresen eingepennt. Dann, was? Ja, ich gucke mal. Und sie wusste doch, wie groß die Kneipe ist. Wo will er gucken? Das ist doch, wenn ich in irgendwelchen Büros anrufe, sagen, ja, kann ich mal bitte den und den? Oh, ich muss mal gucken, ob der da ist. Alter, das ist die Sekretärin von dem. Die weiß, dass der da ist oder nicht. Oder wo geht die gucken? Und dann ist sie 3 Minuten weg. Wo hat er sein Büro jetzt? Wo ist das jetzt? Ich weiß doch, wie die Räumlichkeiten sind. Die steht auf, sagt, fragt, der Bart am Telefon. Ja. Nee. Was sage ich ihm denn? Nee, sagen Sie, ich bin weg. Ich bin zu Tisch. Ich bin weg. Zu Tisch. Ja, sagen Sie zu Tisch. 16:30 Mann. 11 Uhr. Hat die ja nicht gesprochen. Schon wieder. Schon wiederholt mal. Ich bin ihr Booster. Ich bin alles. Das ist mir scheißegal. Aber wenn Sie mich anspucken, wenn Sie eine Schussbrille nehmen jetzt hier. Wenn einer schreit, dann bist du das. Mann, ey. Das ins Auge rein. Ich meine, kaum machst du Kameras an, anderer Mensch. Ja. Ganz lieber Kerl. Und jetzt denkt er muss so profilieren. Weißt du, das sind diese Leute so Anfänger. Weißt du? Ich hab hier die Mülleimer. Die dann denken, sie müssen großes Theater machen. No. Trink du mal einen Fucci. Einfach erstmal. Aber war bei ganz haben. Hä? Mit ganz harten Dingern. Mein scheiß iPad sieht immer wieder aus. Oh Mann. Hm. Du hast ja jetzt mitgebracht. Einmal in der Woche machen wir das hier für 72 Stunden. Das ist auch gut.
Machen wir so. Kekwe, also die Kneipe, wir haben ja abgestimmt, die Kneipe heißt... Wir beide haben abgestimmt. Ich habe abgestimmt, mit mir selber. Ich habe mit mir selber abgestimmt. Das glaube ich dir sogar. Hast du gerülpst gerade? Ja. Was hast du zum Mittag gegessen? Das war unmöglich, der Burger gerade. Das ist die süße Rache gewesen für den Spucker. Was ich zum Mittag gegessen habe. Das ist ja richtig beschlecht. Eine Fo. Eine was? Fo. Eine was? Fo. Wie eine Fo? Eine Fo. Was ist denn das für ein Essen? Das ist eine Suppe. Fo? Fo. Kennst du Fo? Fo. 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 Oh, Entschuldigung. Ich habe falsch ausgesprochen. Fo. 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 P-H-O. Ö. Fo. 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 Du hast heute Morgen eine Suppe, heute Mittag eine Suppe gegessen, die heißt Fo. Die heißt Fo. Was ist es? Das ist eine Gemüse. Hä? Gemüsehühnersuppe. Ihr beide, ihr seid ja die richtig geilen Typen. Wir wollen nicht mit Rindfleisch. Die gibt's als Alter, Gemüsesuppe. Kennt ihr Fo? Natürlich kennen die Fo. Jeder kennt Fo. Was für ein Teil? Was? Alter, Fong kenne ich. Ja, Fong. Ego. Muss so ein Hipster-Scheiße sein. Absolut richtig. Ja. Du bist ja so ein Hipster-Typ, ne? Naja, ich bin so ein Hipster-Typ. Du bist schon so. Du ja, hast, voll. Komm, jetzt mal ehrlich. Was denn jetzt? Du hast so eine... Attitüde? Nein. Ich finde das Thema Hipster, finde ich gut. Komm, hau mal den Burger lieber weg. Was ist das? Cheese. Oh, ein Cheeseburger auch noch. Ach, du Scheiße. Ich weiß doch, was du magst, mein Freund. Fuck, Alter, echt jetzt? Guck dir das Ding an. Damit kannst du, wenn bei deinem 3er BMW die Bremsen nicht funktionieren, ja, kann man die Dinger einfach benutzen. Das ist ein Cheeseburger. Mhm. Ja, lecker. Nee, ist genau wie auf dem Foto aussieht. Ja. Das ist ja toll. Ja. Ich bringe hier was zu essen mit, ja. Nein, ich möchte komm, überhaupt nicht. Wir können doch froh sein, dass wir überhaupt was kriegen. So, sieht es nämlich aus, mein Freund. Ist doch... Als ob sonst besser ist, was du hier kriegst aus der Dose. Was aus der Dose? Ich esse überhaupt bloß so. Pass mal auf, Hipster. Nicht ablenken. Du bist schon so ein Hipster-Typ, was wenn wir schon beim Thema sind. Okay, was denn? Na, du bist schon so ein Hipster. Was meinst du denn jetzt? Kleppi, kannst du das einrichten, dass das nicht immer aussieht, während ich hier Hipster? Du kaust, wa? Hauptsache die Ente schmeckt. Hipster. Ja. Woran mache ich Hipster fest? Weiß ich nicht. Deine Tasche. Meine Umhängetasche. Ja. Okay. Oh, guck mal, wie geil. Ist das geil? Ist das geil? Alter, also, das ist echt eine Überraschung jetzt hier. Ich dachte, es ist Aschenbecher, aber das nein. Ist ja richtig geil. Nein, nein, mit Kippen. Lundenständer. Und ich hab hier. Also war schön. Da freue ich mich aber. Darf man auch rauchen bei Twitch? Boah. Wir sind ja hier in unserem Partykeller. Na, aber gucken wir Leute zu. Wir sind Agur. Stimmt. Marianne! Ja, Marianne hat mir Feuerzeug gegeben. Ich mach's mir selber. Auf der Kiste da hinten. Danke. Klingt wie eine Mofa, das Ding. Nein, aber deine Tasche. Deine Tasche ist doch so eine Hipster-Tasche. So eine LKW-Planen-Scheiße, die du dir so quer über die Brust hängst. Das ist Segeltuch, die Tasche. Ja, aber noch schlimmer. Ja. Was hast du mit Segeln zu tun? Bist du Segler, ja? Nö. Also ich hätte dich so gefreut, wenn du ja gesagt hättest. Ja, ich weiß, weil da hättest du mich auseinandergenommen. Ich hätte dich auseinandergenommen, weil ich alle Scheine habe. Ja. Und ich hätte erstmal zwei Schnüre benutzt. Der, mach mir mal einen Palstick. Ja, das kann ich ja. Ich bin ein Motorbootfahrer. Du kannst einen Palstick binden? Klar. Aus dem Lameng? Sag ja. Achterkreuz. Achterkreuz ist klar. Doppelter. Acht. Nee, doppelter. Doppelter was? Aber wie heißt denn dieser scheiß Knoten, den du so um die Stange machst? Zweimal. Fällerknoten eigentlich wird er genannt. Der hat noch einen anderen Namen. Ja. Der heißt irgendwie Fall. Fall. Nee. Palzig ist klar. Mensch, wie heißt denn der scheiß Knoten? Der heißt. Fuck, Alter. Das ist echt lang von mir. Hey, ich weiß welchen. Zweimal. Zwei rum und durchgezogen. Zweimal rum, zack, durchgezogen, bam. Ja. Fender machst du damit fest. Ja, deswegen wird eigentlich Fenderknoten genannt. Der hat aber einen eigenen Namen. Hm. Hast du recht. Aber kommen wir gleich noch drauf. Jetzt ist ja so ein Scheingebach da. Sehr trocken. Ja.
Ich habe einen Motorbootschein gemacht. Ja, habe ich auch. Ich habe Corona-Jahr genutzt letztes Jahr und so einen Schein gemacht. Ja. Wunderbar. Motorbootschein? Ja. Angelschein habe ich gemacht. Angelschein? Mhm. Hast du einen Angelschein gemacht? Auch? Ja. So ein Online-Kurs. Was hast du noch für einen Kurs gemacht? Hipster. Hipster-Kurs. Jetzt machst du mich dann fest wegen der Tasche, dass ich ein Hipster bin. Ari. Von uns beiden bist du der volle Hipster. Ich bin doch kein Hipster. Mann, ey. Du hast Schuhe an. Jetzt weiß ich es nicht. Sonst von einer Marke, die ich nicht kenne. Kenne ich nicht. Wie? Was ist das? Nike. Ach echt? Nein, du hast ja manchmal so andere Botten an. Was für Botten denn? Komische Hipster-Schuhe. Lacoste? Nee. Tiger meinst du? Wer? Essex. Heißen die Essex Tiger? Ja. Kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht. So. Doppelter Ankerstich. Nee. Mastwurf, auch nicht. Nee. Mastwurf, nein, meine ich nicht, Freunde. Mann, ey, wie hieß denn dieser Scheißknoten? Einmal rum. Ich weiß, welchen du meinst, das ist das Ding. Zweimal rum. Und unten durchgezogen. Unten durch. Zack. Stopperknoten. Knoten, Schlaufe, Schlinge, Schleife, Zierknoten. Nee. Nein. Festmacherknoten. Festmacherknoten. Scheißknoten, ey. Palstick. Nee, Schutzstick. Schutzstick. Nee, auch nicht. Nee, Schutzstick ist ja, da packe ich beide. Zwei Leinen zusammen. Rundhören? Auch nicht. Scheiße, ey, wie hieß denn das Ding? Oh, Knack. Palsdeck. Palsdeck, nee. Enddachknoten. Nein. Weblein! Weblein-Stick! Weblein! Da ist er, Alter! Geil! Weblein! Das hätte uns jetzt auch. Hat er geil gesagt, hat er geil gesagt. Einer, ey, Weblein! Weblein. Nadine auch noch! Nadine! Nadine! Nadine weiß das! Danke! Weblein. Weblein. Auf dem Weblein. Stimmt. Prost. Segelt aber nicht ständig, wa? Nee, auf die Fresse segeln habe ich oft genug geschafft, aber sonst auf dem Wasser nicht. Ich habe Chips besorgt. Und Schokolade. Siehst du das da oben? Ja. Alles gekauft heute. Nicht schlecht. Du warst Nougat. Richtig fleißig. Ja, so sah eine Kneipe aus. Ja. Und oben immer so... Und die geile Deko. Guck dir mal, wie geil die Deko ist. Anjahang. Anjahang. Lichterkette. Ich hab's schon wieder. Hast du deinen Hoden eingeklemmt? Ja. Hast du dir beim Sitzen den Hoden eingeklemmt? Ich habe ein Problem. Ich habe wieder heute mal, ich weiß nicht, wie das immer passieren kann, so ein Unterhose an, wo einfach das Bündchen ausgeleiert ist und dann manchmal schlupp. Erzählst du mir gerade, dass deine Eier aus deiner Unterhose rausgefallen sind? Ja! Kennst du den Film Bad Boy? Bad Boys. Bad Boys. Ja, Plural. Oh Gott, Alter. Ey. Hallo, herzlich willkommen bei zwei Klugscheißer, eine Meinung. Will Smith? Hm? Martin Lawrence. Schauspieler. Wo Martin Lawrence erzählt hat, er hat so, wo Will Smith in der Videothek, in dem Fernsehladen sah, dass man das in so eine Dose packt. Dein Geheimnis packen wir in diese Dose. Okay. Dein Geheimnis. Dann schließen wir das ab. Dann nehmen wir die Dose, schmeißen sie ganz tief in den Ozean. Schlüssel hinterher. Dann ist sie weg. Dann ist das weg, reden wir nie wieder drüber. Ach so, okay. So ähnlich ist das. Ja? Hättet ihr Bock zu erfahren, dass einer deiner besten Freunde Schlepphoden hat? Das habe ich nicht gesagt. Natürlich, wenn deine Eier aus deiner Unterhose rutschen. Ja, weil die so locker ist hier, das Bündchen ist tot. Soll ich dir zu Weihnachten Unterhosen schenken? Das wäre mal vielleicht eine gute Maßnahme. Was hast du denn für eine Größe? Fünf? Ich habe fünf. Was hast du, Micha? Schlüpfergröße. 12. Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kauf mir meine Freundin. Nur meine Mutti. Weiß ich nicht. L, XL, keine Ahnung. Ich habe Größe 5. Geht auch einfacher. Oh, und abklemmen. Ist ein Panzertape gegeben. Alter Schwede. Nee, wenn ich sitze, es geht's. Darf mich nur nicht so doll bewegen. Dann ist die Beef Jerks sind mega geil, das stimmt. Beef Jerk ist auch geil.
Habe ich auch gekauft. Kekse, Kinderschokolade. Ich denke, den Sprit hast du auch gekauft, aber den hab ich nicht geklaut, ne? Alles gekauft. Sprit hatte ich ja noch. Ja. Die ganze Batterie, Feuerzeug, auch nicht schlecht. Auch geil. Ja. Feuerzeuge. Mmh, auch lecker. M&M's mit meinem Gesicht drauf. Steht dein Name drauf? Mario. Ja. So heiß ich. Danke, dass du es mir nochmal sagst. Was hat Pummelfee 86 jetzt gemacht? Die hat Abos verschenkt an andere. Was? Hat Abos verschenkt an andere? Warum? So, weil sie nett ist. Weil sie sagt, komm, ich hab noch so viele Abos über. Das ist aber nett. Hau raus die Nummer. Ja. Echt schätze? Echt schätze. Danke. Cool. Finde ich geil, Pummelfee. Weil sie es kann, schreibt sie. Weil sie es kann. So will ich meine Zuschauer haben. Das ist mal. Warum machst du das? Weil ich es kann. Nächste Frage. Ich habe auch für dich extra, falls du keine Kippe rauchen willst. Sag nicht, du hast mir ein Eikos besorgt. Was habe ich dir besorgt? So eine E-Zigaretten-Ding? Ja. Im Leben nicht. Ja. Im Leben nicht. Pummelfee ist Kneipenwirtin. Ah. Oh! Pummelfee, in welcher Stadt lebst du, Pummelfee? Das würde ich gerne wissen. In welcher Stadt lebst du? Ach, die Dinger. Boah. Später vielleicht. Mag deine Bar, sieht super aus. Danke. Ja, ey, wir haben uns einfach überlegt, wo können wir also Punkt. Bremen. Bremen? Au, oh, schade, ist weit weg. Moin Moin nach Bremen, ne? Moin Moin zurück, ne? Wir haben uns überlegt, was können wir machen? Wenn die Tour beendet ist, dann können wir eventuell ja über den Winter nicht auf Tour. Wie kriegen wir einmal in der Woche Leute einfach unterhalten? Leute sitzen zu Hause. Wir sitzen eh zusammen. Das ist auch noch aus beruflichen Gründen. Jetzt gibt es noch nicht mal einen Grund, dass man uns das verbieten darf. Nee. Aus beruflichen Gründen darf man ja. Das ist das Lustige. Selbst wenn die jetzt wieder verbieten, dass man sich trifft, ist aus beruflich bedingten Gründen geht es. Wir sind auch geimpft, getestet. Genesen auch. Ich war krank. Hatte Corona. Ja, ich stehe noch hier. Echt? Krass. Ja, ich bin ein richtiger Killer. Mhm. Ja. Und was soll ich noch sagen? Keine Ahnung. Und wir sind ein Haushalt. Wir sowieso. Wir sowieso. Aber wir ein Haushalt, muss ich dir mal erzählen. Weißt du wahrscheinlich gar nicht. Aber ein Haushalt. Deine Freundin hat mich heute angerufen. Oh, echt? Ja. Was hast du gesagt? Ich dachte, das ist irgendwie ein Termin oder sonst irgendwas. Ich saß im Auto mit einer Kollegin. Ja. Oh Gott. Und hab nicht gesagt, du bist auf laut. Ach, du Asozial, das bist du gesetzlich verpflichtet. Ich hab's vergessen. Du bist verpflichtet zu sagen, hallo, nicht den Namen meiner Freundin bitte sagen, falls rausflutscht. Flutscht mir nicht raus, keine Sorge. Nicht, dass sie wissen, dass sie Jutta heißt. Oder Roswitha. Oder Roswitha. Kekwe! Auf jeden Fall, fragt Mensch, Arjan und so weiter, kennst du ja den neuen Edeka da von deiner Nachbarin. Hat der schon auf? Sag ich, ja, ja. Und warst du schon da? Meine Freundin hat dich angerufen wegen einem Edeka? Ja. Und wie ist der? Und wo ist da? Wie sind die Regale? Wie ist sortiert? Und lohnt sich das? Verarschst du mich? Ich verarsch dich nicht. Meine Freundin ruft dich doch nicht auf Handy an und sagt, hallo Arjan, ich bin's. Du sag mal, deine Nachbarin, die hat ja so 5 Edeka-Läden. Ja, der neue. Ich glaube, der am Kudamm, ne, hat's erzählt, dass er so schön sein soll. Richtig, Heinsee. Genau. Ja. Der, da hat man, ach Quatsch. Ich schwör's dir. Die ruft dich doch nicht an und sagt, wie ist der denn so, wenn du so reingehst, wie ist das von der Temperatur so? Ja, wie sind die Regale und so? Wie sind die Regale? Ja. Gut sortiert? Genau, breit, nicht so breit und so. Ja, gibt's da was, gibt's da genau. Mein Joghurt? Ich schick dir mal ein paar Fotos. Ich schwör's dir. Ich dann gesagt, ja, super, ist klar, super, super. Wenn man Werbung für den Nachbarn, ist ja klar. Kannst du mal hingehen, guck dir das mal an und so. Leg dann auf. Meine Kollegin guckt mich an und sagt, was war das denn? Gespräch unter Hausfrauen oder was? Echt, hat die sich echt gemacht? Scheiße. Ja, ja, das zum Thema ein Haushalt. Wir tauschen uns aus über die wichtigen Sachen. Nein, meine Freundin ruft gerne mal an und fragt, wie der Edeka ist. Ich kann mich noch erinnern, in Berlin oben, du weißt es besser, ist das noch Clearly? Meinst du dieser neue Edeka. Ja klar. Riesending. Riesen. Kennst du das Ding? Das ist geil.
Meine Freundin wollte dahin. Deswegen Alter, was ist denn bei den Frauen los? Ja. Was ist denn da? Meine Freundin kam zu mir und sagt, da war kurz nach Lockdown so. Und ich wollte mit dir unbedingt wohin. Ja. Oh, denke ich mir. Bei mir genau das gleiche. Was denn? Schön, Whirlpool-Kofen, ja. Massage. Nee, fährt die zu mir? Bei Edeka. Na, pass auf, ich wusste nicht Edeka. Fährst du in so eine Tiefgarage? Dachte ich mir, okay. Beim Runterfahren gedacht, scheiße, ich habe nicht geguckt, was da ist. Ja. Irgendwas ist da. Saturn, Mediamarkt, sonst irgendwas. Oder ein Werkzeugladen. Ich bin ja so ein Werkzeugfreak. Hm. So ein Werkzeugladen. Neues Bauhaus. Ja, irgendwie so, wo du eine geile Fräse kaufen kannst. Irgendwas. Ich also halt meine Fresse parken und gehen unten rein, Edeka. Denke, naja gut, musst du durch den Edeka, musst du ja durch. Da ist ja nur, steht nur Edeka dran, sind Fahrstühle. Ja. Denke, ist Werbung. Komm, fährst du hoch, bist in so einem anderen Haus. Muss ich irgendwo hin, weil du so zappelst, Micha? Nein. Das ist halt super hier, bist du unterzuckert oder was? Oder wolltest du Fluglotse werden? Oder lange, Frankfurter Börse. Ja. Flaschen öffnen. Da hast du Durst. Edeka. Kein Scherz. Ich weiß, ich da latschen wir zweieinhalb Stunden durch Edeka. Und hast du aber nur die Hälfte gesehen. Und also, sage ich nicht jetzt, ohne dass es heißt hier, was bist denn du für ein Arschbart? Wie groß ist der Ich liebe meine Freundin. Das war ein Saturn früher, tatsächlich. Aber bitte. So die geht los und sagt, guck mal hier, Käse. Oh, guck mal hier. Butter. Obst. Oh, guck mal hier. Ja. Bananen. Wo du sagst, ist das nicht dein Ernst? Doch. Ja. 2,5 Stunden. Durch den kompletten Edeka gelatscht. Dann kann man noch Blumen kaufen, da ist noch ein Bäcker und so. Ja. Habe ich nicht verstanden. Bei mir das Gleiche. Ich habe das Gleiche durchmachen müssen. Echt? Ist genau das Gleiche. Wir haben doch alle eine Meise. Jetzt ja, nach Weihnachten. Wo nichts los war. Komm, wir müssen da hin und Dingsbums. Ich dachte auch, ey, das ist doch nicht wahr. Ja, das ist so ein Tagesprogramm, ne? Ja. Brauchst du Brille? Nee. Übrigens, danke an Anastasia Rose. Danke, Anastasia. Die hat mir, geratet. Mhm. Hat richtig nach oben geschossen. Hat deine... Anastasia Rose ist DJing. DJing? Da geht Musik, ne? Weil die selber auflegt. Ja. Ich kann hier nicht. Ja, du kannst singen. Ich darf singen. Du darfst singen. Da kannst du auch richtig gut, das weiß ich. Adelheid. Heide. Nee. Griechischer Wein. Weiter kann ich schon nicht. Und die altbekannten Lieder. Komm, Schenke. Kennst du nicht? Nö. Nee. Kennst du Santa Maria? Das ist ein Getränk, oder? Das wäre Tia Maria gewesen. Tia Maria? Tia, ich glaube Tia Maria heißt der. Keine Ahnung. Das Getränk. Santa Maria ist Roland Kaiser. Ja, aber ich kenne den Text nicht. Also wenn du mich jetzt zwingen würdest zu singen. Wo ist denn die Mucke, fragen die Leute? Wir dürfen hier keine Mucke spielen, glaube ich. Also, aber ich möchte auf diesem Wege, in welche Kamera gucke ich, am besten hier, wa? Bitte. Ich würde, was hältst du davon, wir dürfen ja keine Mucke hier spielen, wegen GEMA und die Scheiße. Mhm. Ich würde ganz gerne alle jungen Leute, die gerade Mucke machen, geile Mucke, dass sie sich bei uns bewerben können. Und dann was schicken, meinst du? Naja, entweder sie schicken etwas und wir spielen es hier ab, oder wenn sie aus Berlin kommen, laden wir sie ein und spielen die hier live. Geil. Das ist ja mega. Also, für alle Leute, die Mucke machen, egal wie gut, egal wie schlecht, ist doch scheißegal, halt Mucke, Mann. Ja, aber ich wundere mich manchmal ein bisschen über dich. Warum? Das ist ja eine richtig gute Idee nochmal. Prost! Was ist jetzt, hast du das ausgemacht? Instagram vergessen. Instagram vergessen. Mit Profis. Blumer, der, ne? Asbach-Cola erinnert mich voll an die Jugend. Ja, mich auch. Wir haben ja damals keinen Asbach getrunken. Es war ja zu teuer. Du hast Springer Urvater. Das billigste vom Billigen. Habe ich dir besorgt, der Pulle. Ja, ich weiß.
Der steht aber immer noch zu Hause. Ist Asbach teurer als der Springer? Asbach hat, glaube ich, damals 10 Mark gekostet, 9 Mark 99. Und ich glaube, die Flasche Springer im Angebot damals 3 Euro, 99 oder so, 5 Euro. Ja. 5 Mark, ja. Weinbrand. Ja. Wir haben damals, weiß nicht, ob du das kennst, aber wir haben damals das Wort, die Wortschöpfung Mundmischung kreiert. Oh. Kennst du das? Ja, ja. Oh, guck, pass auf. Ja. Oh, siehst du das? Ja. Ich war kennst du Mundmischung? Einmal mal. Pulle, Cola. Richtig. So. Aber das hat nicht immer geklappt. Nee. Am besten. Und das Geilste ist, wenn du nach Hause kamst bald. Und dein Vater oder deine Mutter hat dir gesagt, sag mal, hast du was getrunken? Mhm. Und du hast dann so eingeatmet. Nee. Kommst du mal her? Warum? Der gehst ja sonst nicht immer in dein Zimmer. Ja. Ich bin müde. Genau. Ja, 21.30 Uhr. Ich bin müde. Glück da war ich aber schon 17. Ja, Glück hast du gehabt, wenn du eine Tüte Chips dabei hattest. Das konntest du quasi Mund, zack, zack, und Chips hinterher. Dann ist es so ein bisschen. Nee, hat aber nicht geschafft. Hast du nicht geschafft. Also nicht sofort. Ein bisschen schärfer hast du immer gehabt. Hast du nicht geschafft. Brauchst du was? Nee, ich guck gerade, was alles da ist. Ich hab alles. Wir können einmal hier. Ich glaube, wir dürfen gar nicht so viel Werbung machen, wa? Ach so, bei, ja. Bei Dings. Hast du 20 Cent bei? Nee, leider nicht. Hast du 20 Cent bei? Hunderte. Ich habe nur, sorry, ich bin reich, ich habe nur Tausender. Die Getränke sind so günstig hier, 20 Cent. Ist nein, ich wollte hier mal. Ach so. Ich wollte hier mal, oder geht das hier auf? Ist da noch Geld drin? Mach jetzt keinen Scheiß, das läuft doch oben raus, pass auf. Quatsch, das ist doch nicht. 1,10 Euro habe ich. Da hast du noch nee, 2x10 Cent. Das ist doch eine ganze Tüte. Du Idiot. Ich will nicht machen. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann macht aber er das nicht. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, der Depp. 10 Cent Stücke geht nicht. Sieht ne? Er das durch. Aber wie komme ich an das Geld ran? Wie komme ich an das Geld ran? Da vorne ist ein Hammer. Hä? Da ist ein Hammer da vorne. Nein, ich muss doch aber irgendwo an das Geld rankommen. Hier? Nee. Na, da unten nicht, okay. Was ist das denn? Boah. Aber sonst. Nicht. Nö. Mir doch scheißegal. Ich mach ein bisschen zu, bis kalt. Ja, da wird jetzt 10 Sekunden wieder warm hier. Das ist ja schön. Schöne Temperatur hier. Bist du am meckern? Muckifotenpuff. Nee, überhaupt wie nicht. Wie hast du erst Advent gefeiert? Ton ist zu leise. Echt? Mikros sind doch hier direkt nebenan. Ton. Das liegt daran, weil du wahrscheinlich ständig durch die Gegend läufst. Ach, weil ich weglaufe, wa? Ja. Ist jetzt besser? Ist Ton besser? Also ich habe den ersten Advent... sehr ich würde Ansteckmikrofone nehmen. Ach, wisst ihr, was leck mir noch am Arsch, du? Mach ich so. Mach doch. Wie du schätzt, ja. Ich habe den ersten Advent tatsächlich. Ist jetzt besser, Freunde? Komplett im Bett verbracht, alleine. Auch schön, ne? Was hast du gemacht? Im Bett gelegen einfach. Warum? Gechillt. Du hast deinen ersten Advent geschlafen? Ja, mein. Gib mal Feuer. Kleinen Kater gepflegt. Warst du besoffen? Ja. Bisschen vielleicht. Warum? Darf ich doch vielleicht mal anmachen für Sie, Herr Barth? Sehr geehrter Herr. Sehr geehrter Herr Barth. Sehr. Ich wollte. Wenn du was sagen willst und Sie versprichst. Ja. Ich wollte sagen, sehr gerne. Und sehr geehrter. Auch wenn die Witze dann so. Schon so leicht, wenn du schon bist. Oi. Jetzt ist es. Dauert nicht mehr lange. Gleich rutscht er weg. Bis jetzt ich aber nur einen. Was ist denn? Machen wir noch einer das Runde, was du noch? Und trotz wieder denkt, oh Mann, ey, hotte hier nach Hause. Nee, ja, bin Vater geworden. Ja, aber vor 16 Jahren. Ja. Läuft gleich ab, das Haltbarkeitsdatum. Los. Na, warten, hast du Schulterprobleme oder was? Ja. Na, mach mal an, das Ding. Oha, das muss voll. So. Komm, ich schmeiß eine Runde Dings. Warte. Willst du auch das anstecken, dann hören die dich auch besser. Ja, meinst du? Ton ist zu laut, jetzt ist der Ton zu laut. Okay, also. Ist der Ton zu laut? Gib mir mal eine 1, wenn der Ton zu laut ist. Gib mir mal eine 2, wenn der nicht zu laut ist. Kannst du mir helfen mit den Dingen? Zu laut. Nee, ich helfe dir nicht. Mann, ey. Komm bitte. Schreist zu laut. Ja, ist zu laut. Ja, du bleibst einfach ein Organ, hast du. Ja, ich kann ja leiser reden. Aber bin ich ja nicht, dann Icke. Mit so einem Puffel. Schön. Das hast du überhaupt für ein T-Shirt an? Irgendeins, wa? Ich hab T-Shirts für dich da, wenn du willst. Du glaubst auch, ich bin ein Arschloch, wa? Walter. Oh.
Bin doch Profi. Zack. Nur weil du es nicht verstehst, ist es nicht blöd. Siehst du? Jetzt ist es besser. Gib mir mal eine. Ist der Ton jetzt besser, Chat? Ja, da. Jo, sagen Sie ja. Ja. Perfekt. Sehr gut. Triple 1. Jo, Jupsi, super. Jo, Ton ist gut. Kannst Ton ist optimal. Wunderbar. Passt. Ja, danke, danke, danke. Oh, Mario Bart, der unrasierte Bruch, kein Ton. Das stimmt. Ich bin ja sehr laut. Ich kann ja leiser sein. Das heißt, du hast ersten Advent, du hast einen Tag vorm ersten Advent gesoffen? Ja. Mit wem? Weil, sorry bitte, aber ich bin ja, ich gehöre zu deinem Freundeskreis. Ja. Nur ganz, ich weiß von gar nichts. Ja, wir haben ja auch seit Samstag nicht gesprochen. Ach so, ja, nee, dann geht das ja nicht. Aber ich habe dir erzählt, wo ich war. Das, einfach, weil du mir nicht zuhörst, weißt du? Du hast mir gesagt, wo du warst? Ja. So. Lass mich überlegen. Drei. Nein, ey, nicht schon Druck jetzt machen. Wir gehen jetzt auch live auf Instagram. Wir sind jetzt auch live auf Instagram. Instagram. Moin, moin. Das ist ja der Duck jetzt, der Duck. Der Duck, der Duck, der Duck, der Duck, der Duck, der Duck, doppelt so hoch. Du hast mir gesagt. Ich hab dir gesagt, wo ich. Am Telefon hast du es mir gesagt? Ja. Nee. Live im Bus? Nein, ich hab's dir geschrieben. Du hast mir es geschrieben? Ja. Du hast mir geschrieben, kommst du auch? Nee, da ich, das ja eine Einladung war zum Geburtstag, lade ich ja nicht. Ach, Dings. Ja. Edeka hat Geburtstag gehabt. Hm. Ja. Und die hat einen durch den Tisch getreten? Wir haben gemeinsam dann durch den Tisch getreten. Zu zweit? Nein, da waren noch andere Freunde von ihr auch. Ach so. So. Doch, den einen oder anderen, den man so kennt. Kann er jetzt mir doch mal den kleinen Aschenbecher. Warte. Alter. Du bist echt, ich bin so froh, dass du Masseur geworden bist. Als Schauspieler wirst du so abkacken. Ja gut, dass ach so, und dann hast du da gesoffen? Ja. Nächsten Tag, erster Advent. Willst du wissen, was ich erster Advent gemacht habe? Ja. Na dann frag. Was hast du denn am ersten Advent gemacht? Gefrühstückt mit meiner Freundin. Adventsfrühstück. Dann hat die mir, ich habe Erdbeeren besorgt. Aus China oder was? Nee. Nee, nee. Und zwar kennst du die Ketten? In Schokolade getauchte Erdbeeren? Ich kenne Schokolade. Naja, es gibt hier unweit ist Strawberry Bookie heißen die Kollegen. Die machen alles per Hand. Mhm. Machen die Erdbeeren. Also das hat nichts mit Erdbeeren in Schokolade zu tun. Dass du dir die so wegknüppelst, sondern das ist so eine Box. Und da machen die dann, also alles auch geile Farben. Also entweder hast du eine Box nur weiß, dann weiße Schokolade, dann weiße Schokolade mit Blattgold, weiße Schokolade mit Krokant, weiße Schokolade und dazwischen Rosen und so. Für Frauen ist es echt geil. Willst du mir jetzt von Erdbeeren erzählen oder von dem, was nein, du gemacht hast? Nein, das habe ich meiner Freundin geschenkt. Mhm. Daraufhin hat sie einen Adventskuchen gebacken. Ohne Mehl, nur mit Nüssen. Schokoboden, Sahne mit Schokoflakes drauf, Marzipandecke. Und die Marzipandecke mit Kakao so bestreut, vorher so eine Schablone drauf geballert. Habe ich gepostet. Ja, habe ich gesehen. Ja, und hast du gegessen? War gut, ne? War super lecker. Das, und dann habe ich gemacht. Bis jetzt hast du gar nicht gesagt, was du gemacht hast, nur vom Essen geredet. Oh, gut. Spaziergang. War super schönes Wetter. Keine Ahnung. Ja, war super schönes Wetter. Hast du gepennt? Nee, du hast ja. Spazier. Stimmt ja gar nicht. Fahrrad sind wir gefahren. Dann nach Hause. Heiße Schokolade gemacht. Geile heiße Schokolade gemacht. Ich mache ja. Ich weiß gar nicht. Ist euch das hier zu viel kochen? Ein bisschen, wa? Aber warum war ich eigentlich nicht eingeladen? Zum ersten Advent. Du warst besoffen. Du hast im Bett gelegen. Hast gepennt. Ja. Nein. Dann habe ich mir eine geile heiße Schokolade gemacht. Da habe ich mir einen Film reingezogen. Ich habe auch, glaube ich, drei mir reingezogen, aber keinen davon gesehen. Was hast du angemacht? Ja, von Jason Stratham da, den neuen.
Truck, Cash, Truckstop, weiß ich nicht. Ich habe aber, wie gesagt, angemacht, wieder eingepennt. Ich bin gerade, ich weiß nicht, wie es euch geht, Chat. Ich bin gerade in einer Zeitreise. Ich weiß nicht, was das Altersdurchschnitt ist. Schickt mir mal bitte euer Alter. Ich würde ganz gerne mal wissen, wie alt sind meine Zuschauer heute. Schickt mir doch mal bitte euer Alter. Ich möchte das gerne wissen. 36, 23, 53, 43, 17, 61, 34, 57, 47. Geil! Kompletter Durchschnitt, würde ich sagen. Alles, Alter! Viele 47, 8, geil, alles. So war das. Guck mal, wie dieser Rauch hier drinnen wabert. Ja. Alter, siehst du das? Du brauchst eine Schere. Bist du nicht Raucher? Absolut. Sollen wir aufhören zu rauchen? Komm, wir machen Fenster auf. Wir machen Fenster auf. Nachher verreckt er uns. Alter, was eine geile. Hoppala. Was eine geile Kneipenluft. Ja. Das ist so, ist Kneipe. Und jetzt müsst ihr im Hintergrund noch Santa Maria. Der da hinten schläft. Du bist geil. Du hörst doch gar nicht zu. Bist doch alle. Gibt's in jeder Kneipe gibt's immer einen, der zuhört. Immer einer, ja, der so alleine ist. Wo ich auch immer denke, was macht der hier? Warum ist der so alleine? Ja, weil der zu Hause der alleine sitzen würde. Nee, ich glaube nicht, dass der. Dann wird der zu Hause alleine sitzen. Der hat keinen Bock alleine sitzen, der will nicht zuhören. Der mag diese Gesellschaft. Ich glaube, dass der zu Hause eine Frau sitzen hat, die er echt scheiße findet, aber er kann es ihr nicht sagen. Und die, die immer. Ja, und. Nein, und die haben auch oft Streit und so. Und die sagt ihm Donnerstag. Oh, ja. Und er denkt immer, meine Güte, lass mich doch in Ruhe. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? So denkt er sich so. Und weil der halt auch keinen Bock hat auf Trennung und so, weil man das auch nicht macht. Und dann sagt er einfach, ja, ich muss noch mal los. Dann gehen die noch mal los. Oh, oder noch schlimmer ist, sie sagt ihm, geh doch noch mal los. Das ist noch schlimmer. Das ist noch geiler. Wenn sie selber sagt, ja, geh du doch. Geh doch noch mal. Jürgen. Ist doch Donnerstag. Geh doch mal, ist doch Donnerstagabend. Geh doch noch mal los. Geh doch noch mal. Die Jungs warten auf dich. Gar keine Jungs da. Nee. Hauptsache er haut ab. Und dann sitzt er so alleine auch. Immer so leicht so. Willst du selber reden, auch so ein bisschen weiß? Nee, wenn da geil ist, wenn so zwei reden und der dann immer, der dann für sich selber so. Ja, das ist nicht. Und dann auch immer, kennen Sie, die dann rauchen wollen, aber nie dazu kommen. 30 Jahre, ja. Das ist so ähnlich wie bei denen, wo man eine Zigarette anzünden will und das nicht klappt, weißt du? Ich liebe das. Kneipe ist mein Leben. Auch ein schöner Buchtitel. Kneipe ist mein Leben. Ah. So immer einer, der auch immer so wegnickt, immer so wegnickt, doch. Ja, und dann wach wird und dann guckt der kurz, wo er ist. Das ist ein Buchtitel auch für Junke eigentlich. Warten. Kneipe ist mein Leben. Kneipe ist mein Leben. Junke, Harald Junke. Kennt ihr noch Harald Junke? Jetzt gib mir mal eine 1 in Chat, Alter. Gib mir eine 1 in Chat für Harald Junke. Kennt ihr noch Harald Junke? Das war noch Typen, ja. Harald? Ich hatte das letzte Woche das Gespräch. Barfuß oder Lackschuh? Ich habe ja gerade. Alles oder nichts? Ich habe gerade. Leg ich mir einen Frack zu? Ich habe ja gerade. Oder komm ich vor Gericht? Ich habe ja gerade. Schlafe unter Brücken. Ich habe ja gerade. Und im Himmelbett. Bin Engel und mal Teufel. Doch nie bin ich nur nett. Darf ich jetzt reden? Das könnte meinen. Ah, oh, geil, einer in der Kneipe, der dann so singt schlecht. Und dann, du musst es CD machen. Also 5 Vollidioten. Du musst es CD machen. Ja, jetzt du. Ja, Dankeschön. Jetzt mach doch. Habe ich das Wort? Jetzt. Ja, ich habe ja gerade sozusagen Besuch von dem Sohn eines guten Freundes, der bei mir wohnt. Was? Ja. Bist du's? Ich denke, wir sind befreundet. Du säufst. Weiß ich nichts von. Alter. Du pennst ersten Advent, weiß ich nichts von. Du hast Besuch von dem Sohn eines Freundes? Ja, von dem aus Mallorca, den du auch kennst. Der hat die Krise gekriegt auf Malle und ist jetzt... Ach, der ist jetzt bei dir? Bis nächste Woche. So, weil er Praktikum hier gemacht hat. Und ach, das hast du mir erzählt. So, siehst du? Du vergisst es einfach, das ist das Problem. Nein, ich hab's nicht vergessen. Hauptsache anscheißen. Das war mir scheißegal. Ja, genau, Hauptsache anscheißen. Was ich aber eigentlich sagen wollte... Qualm. Ja. Ich weiß nicht. Sieht so geil an. Es ist so geil. Es ist einfach, so viele Eltern wissen nicht, was ihre 17-jährigen Jungs gerade in ihrem Zimmer machen.
weil sie sich das reinziehen und sagen, Alter, raucht der Bart allen Ernstes da und trinkt? Ja. Aber darf ich jetzt zu Ende sagen? Ja, bitte. Danke. Auf jeden Fall hatten wir das Gespräch tatsächlich über Harald Juhnke, der Bursch ist 18. Und dann, wer ist das denn? Und genau das ist ja das Problem. Die junge Generation, die kennen solche Berliner Größen nicht mehr. Harald Juhnke, naja, ich finde es ja auch ein Stück weit eine Frechheit, dass, dass es nichts gibt. Keine Harald-Juhnke-Straße. Genau, ne? Kein Harald. Nein, wir haben die Straße 206. So eine Nummer. So eine Nummer. Jetzt wohnst du da. Wie scheiße ist das denn? Lernst Leute kennen? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Straße 206. Ja. Was? Straße 206. Was ist das für eine Straße? Haus Nummer 9. Schreib das mal auf der Postkarte. Dann hast du einen blöden Briefträger. Der rafft das nicht. Der sagt 206-9. Was ist das denn? Stell dir vor, das beißt gleich auch noch. Haus Nummer und Straße. Das ist ja ganz kacke. Harald-Juhnke-Straße. Gibt's aber nicht. Gibt's nicht. Nee. Paul-Kuhn-Straße gibt's auch nicht. Oder gibt's da noch? Nee, Paul-Kuhn. Paul-Kuhn hat kennengelernt. Paul-Kuhn war ein geiler Typ. Paul-Kuhn habe ich kennenlernen dürfen. Hast du doch mit ihm auch was gemacht? Mit dem habe ich gemacht, Berlin. Mensch, Berlin. Was bist du groß geworden? Seiner Insel wurde wieder eine. Keine Ahnung. Ja. Kennst du nicht? Den Text, ich bin nicht textsicher. Ach aber so. Kennst du den Song nicht? Ja, doch. Ich kenne auch Paul Kuhn. Ja. Ja. Sag mal. Ja, können wir machen. Hast du schon irgendein Weihnachtsgeschenk besorgt? Ach du Scheiße. Yo, das ist, Chat, habt ihr Bock, dass wir darüber quatschen? Ach, guck mal hier, Timmy hat auch Abonnenten verschenkt. Mhm. Timmy, finde ich geil. Danke. Ja, nicht an mich, aber an andere. Das ist trotzdem gut. Community. An meine Community. Das ist wunderbar. Geile Sache, finde ich gut. Wir reden über Weihnachtsgeschenke. Weihnachten steht vor der Tür. Hast du irgendwas schon? Ja. Deins? Ich habe sogar dein Geburtstagsgeschenk schon. Das ist krass. Du bist ja mein Held. Nee, das weiß ich nicht. Letztes Jahr war ein richtig geiles Geschenk. Von mir an dich? Voll gut. Jetzt sag nicht, dass du es nicht mehr weißt. Echt? Hat dir so gut gefallen? Mhm. Ach, hätte ich ja selber haben wollen. Ja. Habe ich gesagt, wenn du es nicht haben willst, nehme ich es. Ja. Habe ich auch schon oft gebraucht. Ist auch gut, weil es einfach... Ist einfach ja, ist, Besteck? Sowas ähnliches. Ja, man könnte es sogar sagen, Besteck. Ja, ist so fein wie Besteck. Was? Werkzeug. Richtig gutes Werkzeug. Knipex. Du bist aber kein Handwerker. Nee, darum ja. Ich war ja bei dem zu Hause. Kannst du mir. Ich bin ja Elektroniker. Vor allem bei dem zu Hause. Bei dem. Bei dem, der Samstag gefeiert hat, Sonntag lag er besoffen im Bett. Und irgendein Sohn von einem Kumpel pennt bei ihm. So. Sorry. Kannst du denn, Mario, du bist ja Elektriker. Du bist ja Bademeister, wa? Hm? Medizinischer Bademeister. Medizinischer Bademeister. Ja, Paule. Paule. Paule heißt er. Bademeister. Schwimmbad an der Ecke. So. Genauso wenig wie ich Elektriker bin, bist du Bademeister. Ich bin Elektroniker und du bist Osteopath. Das ist ähnlich von der Rang. Ich habe auch nie gesagt, dass du Elektriker Klar, bist. Klar, du machst ja hier das mit dem Strom. Kannst du mir eine Lampe anbringen? Du machst ja das hier mit dem Strom. Mit dem Strom vor allem. Sag, gib mir mal dein Werkzeug. Und dann kam er. Da dachte ich bin im tiefsten Weißrussland, wo der noch ein Hammer von seinem Uropa. Habe ich ja auch. Eine Zange. Da habe ich echt geguckt, da muss doch irgendwie noch... Irgendwas dran sein. Irgendwas dran sein von vorm Krieg noch. Kaiser, so ein Kaiser-Element. Eine Zange, ein Hammer hat sie gehabt und ein Schraubendreher. Richtig. Mit einem Holzgriff. Richtig. Wird gar nicht mehr gebaut. Nö. Aber funktioniert ja trotzdem. Ja, kann man doch was umdrehen. Ja. Dann habe ich gesagt, sorry, so kann ich keine Lampe anbringen. Und dann habe ich ihm Werkzeug geschenkt. Ja. Danke. Dieses Mal zum Geburtstag habe ich was, finde ich, was ganz Schönes. Finde ich ganz schön so. Ach, ja. Ja, hat... Bald. Da passt es auch. 100%. Jetzt weißt du, was du kriegst. Nö. Aber... Was im Winter? Ich hab's im Winter Geburtstag. Und Weihnachten ist richtig gut.
Weihnachten ist richtig. Dich habe ich schon. Ja, für dich habe ich, dein Geburtstag ist ja schon durch. Mein Geburtstag ist schon durch. Fand ich aber auch ganz schön dieses Jahr. Mal was, nicht was. Eine Mütze. Naja, komm. Nee. Komm. Von Bogner, von den Laden unterdings. Immer besser als ein was hat der, vergammelter Pullover. Geil, geil, wenn der Kameramann hier... Da. Was ist los? Ja, jetzt. Ist oh, was drin im Matrad? Nur eine Cola oder möchtest du mit... So ein kleiner Schuss. Mit Strom, ne? Fährst ja mit einem Taxe. Ich muss ganz ehrlich sagen, es nervt ja mittlerweile auch schon mit den Weihnachtsgeschenken, weil da jetzt... Mensch, ich, was kauft man zu Weihnachten? Kann man da nichts falsch machen? Ein Porsche oder so? Genau. Porsche habe ich mir überlegt. Flugzeug? Für mich? Na sowas. Ferrari, Lambo. Ja. Also dein Weihnachtsgeschenk habe ich auch schon. Ja, ich habe erfahren, einer der oder der erfolgreichste Internet, YouTube, Twitch Mensch hat ein Lambo abgeholt letzte Woche oder vor ein paar Wochen. Ja. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten hier. Nee, ich hab, Lambo ist nicht mein Ding. Ich habe Ferrari. Doch nicht wir. Ich fahre, ihr müsst ackern. Ja. Ich bin durch. Ja. Thema ist bei mir erledigt. Ja, also mach's einen einfachen, war, einen kleinen, war. Mein Bademeister Job, da muss ich noch ein bisschen verknüppeln, weißt du? Ah, Jan heißt da. Bademeister. Matt an der Ecke. Dich habe ich schon. Frankie habe ich schon. Kann man jetzt hier ja nicht sagen, das ist das Problem. Doch. Ich sag nicht was. Ja. Das interessiert ja die Leute wahrscheinlich was. Aber ich glaube, dass Frankie ja nicht kickt. Der weiß ja nicht, wie das geht mit dem Internet. Ja, dann sag mal. Nö. Gut. Hab ich. Danke. Bitte. Ich bin in einer Zeitreise. Ich liebe das hier. Ich werde hier wohnen. Wir werden das Ding mal so 24 Stunden. Habt ihr da mal Bock, Chat? Dass wir das Ding so 24 Stunden durchziehen? Schaffst du das? Keine Ahnung. Notfalls pennen wir einmal zwischendurch. Das ist ja egal. Ja, hier. Habt ihr Bock, dass wir das Ding... Was? Wer? Der Friseur sagt nö. Dann kann ich dem Friseur einen Tipp geben, dass du einfach nicht einschaltest dann, wenn wir das machen. Guter Tipp. Ja. Dann kriegt er das gar nicht mit. Ja. Oder er erst nach 12 Stunden einschaltet, dann ist es für ihn nur 12 Stunden lang. Ja. Aber habt ihr Bock, Chat? 24 Stunden hier. Du hast aber auch gleich wieder... Ich würde ja auch gerne... Ich gucke hierhin, war am besten. Ja, ist egal. Ich würde ja gerne Silvesterprobe feiern hier. Letztens schon gefragt. Bist du dabei? Hast du Zeit? Ja. Am 30. oder so, nicht 31. Da ist die Vorbereitung zu viel. 30. Gut, 29. 30. irgendwas. So was. Feiern wir hier Silvester? Ich habe ja frei. Warum? Weil ich es kann. Ganz einfach. Urlaub. Ich muss ja keinen fragen. Bist du der Chef? Ich bin ja der Chef. Dir gehört ja die Bude. Ja, von, weißt du, unter den Bademeisters. Dir gehört ja die Bude, www.promimasseur.de. Das ist richtig. Muss immer das Badent anmelden, ne? Badent. Promimasseur Badent. Promimasseur Badent. Mhm. So, Freunde. Jetzt wird mit der Cola langsam knapp. Oh. Was haben wir also? Fanta haben wir noch da, wa? Fanta Asbach? Heide. Hast du noch zwei Flaschen? Ja, ich hab's schon gesehen. Da sind noch sechs Stück drin. Ach so, okay. Um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Mario. Nee, ja. Ich habe noch kein Geschenk. Du hast noch gar kein Geschenk? Nee. Doch, muss auch freuen. Also ich habe schon für dich. Du hast für mich noch ein Geschenk? Ja. Ja. Was wünschst du dir denn? Ist immer ganz schwierig. Was du dir wünschst? Ja. In der Tat, frag mal herum, wer alles für Schwierigkeiten hat, wenn er sich was wünscht. Chat, habt ihr Schwierigkeiten, euch was zu wünschen? Och, ich wüsste was. Ich auch. Was wünschst du dir? Ja, Unterhosen. Ja, Unterhosen. Bitte. Ja, wisst ja deine Größe nicht. Was soll ich denn kaufen? Eine M. Also 5. Bitte. 5. Keine Ahnung, 5. 6. Unterhosen. M. So, dann, Hoppala. Nö, kennen die nicht. Ja, immer. Die haben auch. Habt ihr echt Probleme, eure Wünsche? Echt? Ja, hab ich auch. Sag mal ehrlich. Ja. Frag mich mal. Was wünschst du dir, Mario? Ich habe keine Harald-Junke-Platte. Oh. Hab ich nicht. Ich habe keine Harald-Junke-Platte. Ja, Platten habe ich Schallplatte. Wann habe ich dir einen Platten geschenkt? Ist noch gar nicht so lange her. Nee.
Nein, ich kriege auch immer wieder, ich kriege auch von einem guten Freund von mir, vom Rainer, auch immer mal wieder eine Platte. Alles schicki. Aber ich habe, ist mir neulich aufgefallen, wollte ich eine schöne. Das stimmt. Eine geile Harald Junke-Platte. Habe ich nicht. Gehabt. Okay. Habe keine Harald Junke-Platte. Okay. So, dann hat mir mein Kampfsporttrainer hat mir mal Knibbelbilder. Kennst du die noch? Kennt man noch Knibbelbilder? Chat, kennt ihr noch Knibbelbilder? Knibbelbilder. Na klar. Wie gar klar. Ich kenne sie. Kennt ihr Knibbelbilder? Ich bin nicht im Chat. Siehst du? Knibbelbilder waren damals in der Cola, Fanta, Sprite, alles was Coca-Cola Company war. Im Deckel. Ja. Da, wo dann das Plastik drin war, konnte man so rausknibbeln. Müsst ihr mal googeln. Ah. Kennst du die noch? Ja, Pet, als ja. Autos, ja. Flugzeuge, Sänger, Rock, Pop. Fußballstars. Fußballstars. Aber das war nicht lange, ne? Oh, da war ich, wie alt war ich denn da? Ach, 8. 10 Jahre? 8, 9 Jahre alt. Das gab es bestimmt ein paar Jahre. Ja, 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 doch, doch. Knibbelbilder. Das war zur gleichen Zeit wie hier diese Panini-Bilder auch. Diese Aufreißdinger. Die gibt es ja heute noch. Die gibt's heute noch, ja. Panini-Bilder gibt es ja heute noch. Aber das hat da angefangen auch. Mit weiß ich nicht. Knibbelbilder. Und da gab es Knibbelbilder und Plakate dazu, Poster, konnte man die reinkleben. Und da hat mir Dominik ein, wenn du nächstes Mal bei mir zu Hause bist, im Flipperraum, wenn da auf Toilette ist, wo die Flipper stehen. Bei mir darfst du auf Toilette gehen, muss 50 Cent hinlegen. Nicht in meinem Garten. Nicht in meinem Garten, wieso? Nicht in meinem Garten, mit einer Schippe. Oh, jetzt schön. Was macht denn der da? Mit großen Augen. Oh, weil du auch, wenn du kacken musst und dann aber zu viel auf. Hat jeder schon mal, weil du dich nicht auf die Brille setzen willst. Da bin ich, komme ich durcheinander. Ich habe so viel Spannung auf dem Oberschenkel, dass es echt schwierig ist. Das Handy mal vielleicht so runter in dem vorne. Da geht's. Aber du bist ja so ein 80er-Typ eigentlich. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Mhm. Und Knibbelbilder zum Beispiel, Bab. Schön. Ich hab dir mal eine Atari geschenkt. Hab ich? Hast du noch die? Ja, klar. Aber du spielst damit nicht, ne? Ganz eher wann? Na, das ist die eine Atari, ja. Hast du mir nicht geschenkt. Nee, aber so eine. So eine Dings konntest du den iPad reinpacken. Genau so. Ja, ich habe ja die Original Atari 2600 mit Echtholzfurnier. Krass. Hab ich. Habe ich versucht, an meinen neuen 75 Zoll Fernseher Samsung High-End QLED 8K anzuschließen. Geht nicht. Erkennt das Signal nicht. Musste mir einen Röhrenfernseher kaufen von Sony. So ein 50 Zentimeter. Kleiner als iPad. Kleiner als iPad. Bip, bip, bidik, dück, bip, dück, bip, bidik, dück. Da wollte ich dich fragen, ob was du davon hältst. Ich würde gerne hier ein Brett hinschrauben. Darum habe ich hier einen Strich hingemacht. Gerade? Nee, da so, kommt ein Brett hin. Da kommt dieser Fernseher rauf. Und hier kommt das Atari-Spiel hin. Ja. Dass wenn ich mal alleine oder du mal alleine bist, dass wir so Donkey Kong oder... Ja, Pac-Man oder was auch immer. Pac-Man habe ich nicht. Pac-Man habe ich nicht auf Atari. Was gab es denn noch? Gab es Pac-Man schon auf Atari? Pac-Man? Pac-Man war doch diese Standgeräte. Nee, gab es auch auf dem Atari hundertprozentig. Pac-Man gab es, Chat. Es kennt sich einer aus, gibt's. Gab es Pac-Man in dem Atari, weißt du, wo du das so reinsteckst? Die Kassetten quasi. Ja. Ich habe Space Invader, ich habe. Pinball, ich habe. Ja. Chat sagt ja. Siehst du? Habe ich nicht, müsste ich besorgen. Bei eBay, wa? Gibt's bei eBay, Kofik heute noch. Und dann Pinball hieß das, glaube ich, mit dem Tennis mit dem Strich, wo du quasi mit dem Strich hin und her gefahren hast. Das war ja Telespiel. Das war ja Telespiel. Das war ja hier, da war ja diese Konsole war ja so längs und hier oben war so war das ja. Dick, dück, dick, dück, dick. Das war Tennis. Ja, und jetzt ein bisschen, schneller manchmal. Hm. Ja. Nee, aber ich habe Space Invader, ich habe E.T. Habe ich nie gespielt. E.T., der Spiel E.T. Kennst du die Geschichte über das Spiel E.T.? Nee. Clappy, du? Ich auch nicht. E.T., das war ja der größte finanzielle Reinfall. Dann haben die alle Spiele in der Wüste vergraben. Warum das? Weil sie weg
wegschmeißen wollten. Haben alles vernichtet. Wussten nicht, wohin oder was? Und haben es jetzt vor kurzem wieder ausgegraben, weil die kosten Vermögen. Original IT. Ja? Ja. Hab ich. Ein tolles Spiel sein. Okay. Froggy? Den hab ich. Donkey Kong? Donkey Kong habe ich auf dem Dingsbums gehabt. Star Wars? Star Wars? Nein, ich hatte nicht alles gehabt. Oder können wir gar nicht alles abspielen. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich habe so ein paar Kassetten hier. Ja, schön einen. Atari 2600. Können wir doch hier hinstellen. Machen wir. Das hatte ich überlegt. Und hier kommt diese Leuchtreklame hin. Roswitha Kekwe. Ja. Also ein Plan hier. Jo. Bisschen Mucke. Zigarettenautomaten müssen wir nächstes Mal noch hier mit reintragen. Die wird dann hier hinstellen. So. Ja. Aber ist doch schon mal ganz gut. Achso, guck mal, ich habe hier einen Zettel gemacht. Soll ich vorlesen? Ja. Was wir noch brauchen. Neonschild, Roswitha Kekwe habe ich. Geneva haben wir nicht da. Freibierglocke. Bing, 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 bing. Ja. Hat ich was falsch gemacht? Ja, ist gut. Kleine Chips habe ich. Verschiedene Rittersport-Hikes. Süßigkeiten habe ich. Gefrierschrank. Wir bräuchten einen kleinen Gefrierschrank. Für Eis. Wir haben kein Eis hier. Brauchen wir Eis? Wir können ja, die Getränke waren in den 80ern auch mal warm. Genau. 80er Jahre gab es doch gar keine Eiswürfel. Nee. Gab's nicht. Hast du in der Kneipe? Gab's hat doch nicht. Einer nicht gefahren. Ihr kennt ja eine Cola. Eis und Zitrone? Ja. Gab's doch nicht. Gab's nicht. Nee. Gab's eine Cola? Bitte. Genau. Mit so, wenn du, dann hat so ein Glas gehabt, wo du auch gesagt hast, da ist Lippenstift dran. Dann dreht halt um, Mensch! So, jetzt bist du rausgeflogen. Ja. Was hast du? Probleme? Ja, alles gut. Der B ist hektisch da hinten. Ich versuch mal. Polaroid. Ich hab Filme hier. Ah, hier. Ich will. Und dann die Dinger an die Wand knallen, alle, die da waren. Mit so Reißzwecken. Ja. Muss ich noch besorgen. Ja. Eine Tafel? Eine Tafel? Ja, ja, Eisbein. Eisbank 89. Okay. Ich würde mir noch so einen kleinen Tisch, wo man hier ein bisschen Skat spielen kann oder was ähnliches. Oder schwimmen oder so. Muss ja gar nicht so groß sein. Boah. Ganz klein. Wie machen wir nicht, Kleppi? Gar nicht. Ich würde hier. Hier am Tresen. Wir können doch gleich eine Runde. Chat, sollen wir eine Runde kniffeln oder lieber nicht? Mach mal eine 1, wenn wir kniffeln sollen, eine Runde. Gib eine 2, wenn wir es nicht sollen. Ihr könnt entscheiden, ob wir jetzt kniffeln, ja oder nein. Kniffeln 1, nicht kniffeln 2. Plastikblumen. Billige, verkackte Plastikblumen. So ein Weihnachtsbaum wäre auch geil. Ja, so ein Endbaum. Aber so einen billigen. Ja, klar. Auch so, wo schon alles so dran ist. Ja. Den man hier nur hier so hinstellt. Ja. Besorg. Scheiße, kann ich nicht mehr lesen. Paar Getränke noch. Hast du eigentlich richtige Bierdeckel da? Ja, ja, klar, klar, hier. Alle da. Entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Ja, Entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Ich muss einen Strich machen gleich. Entschuldige bitte. Wie machen wir das eigentlich mit den Zahlen hier? Hier wird nicht gezahlt, hier kostet nicht. Also, jetzt habe ich ja nicht geguckt. Hast du geguckt, Micha? Micha ist abgelenkt. Ist eingeschlafen. Was, schön? Micha ist abgelenkt. Ich habe nur Monitoren, den Ton. Okay, sollen wir kniffeln? Kniffeln, ja oder nein? Was haben die Leute gesagt? 1 oder 2? 1. Beides, aber mehr als 1. Mehr 1? Oder mehr quatschen. Oder sollen wir mehr reden? Noch mehr geht ja gar nicht. Oh, Trinkspiele. Ah. Schocken. Chicago, nee. Kennst du? Nee. Also, kennst du Chicago? War ich noch nicht. Oder das Spiel. Das Spiel? Beides kenne ich nicht. Ah, oh, wie war denn das nochmal? Das war doch irgendwie, pass auf. Oh! Nicht schlecht. Nicht schlecht? Ich glaube, also wichtig ist eine 1, ist 100. Und wenn du 2 Sechser hast, glaube ich, kannst du umdrehen als auf eine 1. Was ist das für ein Spiel? Und dann? 3-mal kannst du. Zum Beispiel jetzt hätte ich so gehabt, ja? Ja. Bob, hätte ich eine 1, 100. Ja. 240. Chicago, werden 3 Einsen, ist vorbei, säufst du. Also ich zumindest nicht. Ist laut, wa? Ja.
So, wären 230, hab ich. Du kannst ja, warte mal, pass mal auf, wir machen es ein bisschen, dass es leiser ist, auf dem Pappdeckel. Schaffst du das? Ja, okay, ich ja. Ach so, ja. Na, ist ja. Das ist doch hier. Ich hab ja jetzt 200 quasi, ja? Nein, das ist eine 20. Das ist ja scheiße. Kann ich ja nicht mal gewinnen. Hättest du 6 rausnehmen können. Jetzt umdrehen. Nee. 2 Sechsen wäre eine 1. Aber ist schon. Das ist ja, du musst ja nicht der Beste sein, du musst ja nicht der Schlechteste sein. 60, 69, das ist ja nichts. Nee. Ist ja egal. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber so ähnlich. Aber so ähnlich. Und was ihr denn? Tja. Clean, Schnepper, Gin. Du musst trinken. Ach so. Warten. Kümmerling? Puh. Oder Unterberg? Was haben wir denn noch da? Amaretto, kannst du auch. Ifoi, nee, das geht nicht. Averna, Ramazzotti. Ja gut, komm. Also ich habe da Jäger, ich habe Fernet Branca da. Dann machen wir so einen Jägermeister, ja, komm. Oder Asbach. Ein Jägermeister ist gut. Oder hier so ein Single Malt Ding. Mario, mach mal einen Jägermeister da. Hab ich. Alter, für einen Magen. Oder geht das auch nicht? Alter. Was denn? Alles runtergesifft. Geil. Da riecht's ja Kneipe hier. Prost. Der ist auf euch. Ja, mach weg das Ding. Mm. Würfel, ich hab auch Karten da. Ah, schmeckt ja gut, wa? Der ganze Jägermeister kannst du immer machen. Vor allem, wenn er so richtig schön warm ist. 36 Grad. Ist so wie Öl geht der so runter. Ja. Der ist an den Zähnen ja, ja. Und so. Ja. Nee, ich gebe mir große Mühe. Mhm. Wollen wir nochmal oder nicht? Nö. Komm. Jeder, das mal immer 3 Stück. Oh, guck mal, 2 Sechser ist eine 1 wieder. Ja. Zuck. Wohin war das noch so? Zwei Sechser. Guck mal. Oh, Alter, ey. 200? Guck mal, 200. Naja. Wenn da eine 1 ist, trinkt ihr beide. Sagt, ja, ist wie ja. Ihr wisst, ne? Ja. Ah, 240. Das wird hier mein Zuhause. Ich weiß, was das ist. Ja, zu wenig. Ah! Ah! Scheiße, Alter. Alter! Ich geh kaputt. Jungs, was wollt ihr trinken? Nee, das ist Scheiße. So, jetzt. Oh fuck, ich dachte mit 2,40 bin ich gut. Ja. Na, ich nehme auch einen Jägermeister. Was soll ich machen? Oder willst du ein Eierlikörchen haben? Nein. Du brauchst keinen mehr würfeln übrigens. Nee. Ich hab auch Sambuca da. Nee, gib mir mal einen Jägermeister. Ah, das ist so schön. Berliner Luft, Pfeffi. Herrlich. Pfeffi. Ah, Mario hat natürlich schon wieder gedacht, er ist wieder fein raus mit seinem 100er, aber... 240 hatte ich ja. Hat er jetzt nicht mit dir rechnet, würde ich sagen. Scheiße, du hast nicht mit dir rechnet. Ja. Die Hauptsache, das Glas ist nicht voll. Ja. Gesundheit. Ist ja Hausstaub. Hausstauballergie. Ja. Das üben wir nochmal. Ach, lass mich doch mal in Ruhe. Hier ist aber auch kalt wie Hulle. Ja. Wenn mein Chef guckt, ich komme morgen später. Es macht mit euch Laune. Ich hoffe, macht euch, das würde ich auch mal gerne fragen. Macht euch Spaß eigentlich? Ist es gut? Aber ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer wir haben. 12? Weiß ich gar nicht. Oh, echt, ja? Geil, also macht Spaß, dann haut mir mal noch eins hier in den Chat. Aria. Yo, auf dich. Also mir macht Spaß. Und auf die Community. Einmal in der Woche werden wir jetzt hier sitzen. Und? Zwei doofe, nee, danke. Ja. Chelefe. Und werden das machen. Chelefe. Ach, scheiße, Mensch, mit dem Jäger. Hört auf damit. Weißt du, wenn du mit dem Teufel spielen willst, ne? Gott. Ah, schön. Oh. Ja, sag ich doch. Guck dir das an, siehst du das?
Ich, siehst du das? Ja, sehe ich. Ja, komm. Hübsch. Spül ich mal mit. Noch eine Runde? Na klar. Du darfst doch anfangen. Ach so, darf ich anfangen? Ja, ja, das. Oh no! Da 240. Ja. Nicht schlecht. Hallo, hallo, ja. Hallo, hallo. Nicht schlecht. 240, nicht schlecht, Kleppi. 110. 160. Mhm. Ach, hier, jetzt die Regel ändern, oder was? Die kann ich machen, wie ich will. Oh, nee. 2,6er sind 260. Nee, 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 nee. 200. 200? Wo ist die 1? Du hast ja schon dreimal gewürfelt. Was habe ich? Nicht? Nee, dreimal. Ich hab 260. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast dreimal gewürfelt. Ja, da bist du bescheuert. Alter, bist du aber. Ich hab doch einmal gewürfelt, als ich 1 rausgemacht. Und die 6 rausgemacht. Komm, du trinkst ein. Dann habe ich nochmal gewürfelt. Alter, du trinkst jetzt ein. Das Alter, da haben wir doch keinen Scheiß. Das ist doch nicht dein. Du bist ja bescheuert. Er gibt mir eine 1, wenn er dreimal gewürfelt hat. Das kann doch nicht sein. Sag mal. Ich habe einmal gewürfelt, 100 und die 60 rausgenommen. Richtig. Dann habe ich nochmal gewürfelt, das zweite Mal, wieder eine 6. Aus 2 Sechsen habe ich eine 1 gemacht. Und das ist das dritte Mal. 260, was hast du? 240. Ja. Naja, dann... 270 habe ich. Dann säuft der. Noch überhaupt nicht, mein Freund. Ja, hundertprozentiger Sicherheit. Ja. Ich mach schon mal den Gas warm. So. 5, komm. Gib war nix, ist gar nix. 100. 160. Ich hab's ja nicht mehr. Ja doch. Ich hatte 260. Dann müsstest du es auch. Oh ja, aber ach du Scheiße, ja. Wenn du jetzt 1 machst, ist er dran. Ich krieg den aber nicht. Kriegt der nicht. Puff. Komm, gib her jetzt da. Alter, Leute. Hast du nochmal nachgezogen, ne? Habt ihr das gesehen? Ja. Ja. Na klar haben die das gesehen. Mhm. Auf dich, mein Freund. Auf euch. Ja. Also Weihnachtsgeschenke. Wem schenkst du heute? Wem schenkst du dieses Jahr alles? Was? Boah, ist das lecker. Gummibärchen? Nee. Habe ich gerade Mundgummibärchen. Wem schenke ich denn was? Na dir? Warum? Weil ich es gerne möchte. Das ist gut. Gibt es einmal die Mitarbeiter? Deine Mitarbeiter kriegen ein Geschenk von dir? Ja. Echt? Schaffe ich nicht mehr. Ja. Was schenkst du den beiden? Was schenkst du denn? Was schenkst du denn deinen beiden? Was schenkst du denn deinen beiden Mitarbeitern? Naja, dem einen einen Porsche und dem anderen einen Lambo. Was denn sonst? Leider lustig. Läuft ganz gut. Egal. Ja, war nicht schlecht. Habe ich dieses Jahr in der Tat vergessen. Nee. Wir haben sonst immer, letztes Jahr gab es Samsonite-Koffer für alle meine Crewmitglieder. Ja. Davor Taschenlampen. Das habe ich nicht gekriegt, aber den Koffer habe ich bekommen. Was auch geil war, waren die Latschen. Die waren, glaube ich, ein Jahr davor. Da hat schon mal im Freundeskreis. Das ist meine Crew. Die Adiletten. Ja. Hat mich Adidas verklagt. Hast du sie verklagt? Sie mich. Warum hast du sie nicht bezahlt? Weil sie zu blöde waren und gesagt haben, ich hätte sie nicht bezahlt. Dann haben die eine Anwaltskanzlei in Hamburg auf mich gehetzt. Adidas, weil auch so eine richtige Zicke am Telefon, die dann, ja Herr Barth, wenn Sie es nicht bezahlen können, müssen Sie es sagen. Wo ich dachte, ich kaufe deine scheiß Anwaltskanzlei. Bist du blöde? Wie redest du nur mit mir? Und dann hat sie zum Schluss herausgestellt, nachdem ich dann mein Büro in die Spur gesetzt habe, gesagt, Freunde, ihr müsst mal gucken, ich habe das ja bezahlt. Dass ich mit meiner Kreditkarte bezahlt habe, das Geld abgegangen ist, zu Adidas gegangen ist, die intern aber ein EDV-Problem hatten und die Zahlungseingänge und die ganz viele Leute abgemahnt haben, dass das Geld nicht kam, die haben aber alle bezahlt. Und dann kamen meine Adiletten und alle falsch. So. Kann ich bezeugen. Alle falsch, war ein Weihnachtsgeschenk und im April kamen die richtigen. Schön.
Adidas hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Ja, weil, die haben auch mitgedacht, weil was brauchst du eigentlich im Winter? Das ist für den Sommer. Das ist es halt einfach. Da hat Adidas einfach mitgedacht. So, verstehst du? Gibt es jemanden, dem du dieses Jahr nichts schenkst? Wo du, letztes Jahr hast du ihm was geschenkt, dieses Jahr sagst du nicht mal nicht. Ja. Nee, ich glaube, das ist immer so beständig, ne? Echt? Ich bin beständig, ja. Ich auch. Ja. Na, ich schenke nicht immer was. Bestimmt. Ich habe dir auch schon zum Geburtstag nichts geschenkt. Ja. Manchmal fällt einem auch nichts ein. Ey, was soll ich denn dann losgehen und im Feuerzeug? Ja. Hier kriegst du Feuerzeug. Zippo. Ja, wieso? Hast du so tolle Ideen wie Porsche, Lambo, Ferrari? Das kannst du doch gar nicht fahren. Mann, du erzählst eine Scheiße. Das ist doch Lamborghini, kannst du ja gar nicht fahren. Aber weißt du was? Das schönste Geschenk, was du noch machen kannst, ist deine Zeit. Okay. Alter. Ja. Du Scheiße, ey. Ich bin ja echt. Was denn? Hier müssen wir den Hausstaub. Ich bin so Hausstauballergisch. Geh ab wie Zehner. Lass uns mal wieder einen schönen Saunaabend machen. Ne? So meinst du. Ja, ja. Hast du schon mal einen fremden Penis berührt? Aus Versehen. Ja, klar. Hallo, sein Beruf? Ich bin der Bademeister. Bademeister. Weißt du, im Eifer des Gefechtes. Du? Beim Rausholen aus dem Wasser, oder was? Nein, genau, ist ja das denn nie, wenn du unterwegs warst, irgendwie, weiß ich nicht, auf Tour? Wie kommst du an einen Pimmelrand mit einem Fremden, wenn du unterwegs bist auf Tour? Wenn wir in Düren zum Beispiel alle duschen gehen und da ins Schwimmbad gehen, duschen und du drehst dich um und plötzlich schlackert deine Hand so plötzlich an den Pimmel von Frank. Ich habe mich unter Kontrolle, ey. Von Frankie aus Versehen. Ja. Was hast du denn gegen Frankies Penis? Das kann ja ruhig auch, das kann ja mal passieren auch. Ne? Schönes Gerät. Ist ja auch genau relativ schwierig, daran vorbeizukommen. Ja. Ja. Wie feierst du Weihnachten? Ich? Ja. Mit der Familie so. Was man so macht. Kommen auch Idioten? Ich muss fragen. Weihnachten lädt man dir immer Leute ein? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mit denen triffst du das ganze Jahr nicht. Nee, das habe ich glücklicherweise nicht. Und Weihnachten ja, aber es hat doch einen Grund, warum ich mich das ganze Jahr mit denen nicht treffe. Ja, damit man sich dann auch streiten kann an Weihnachten. Und es dauert keine 5 Stunden, dann fliegen die Fetzen. Ja, dauert meistens keine halbe Stunde. Zweite Glas Wein drin und bupp, geht das los. Ja. Ups, ist mir gefallen, rauchst du draußen? Nö, wie nein? Ja. Na klar rauchst du draußen. Mir draußen so kalt. Ja, da musst du die Zigarette ausmachen. Sollen das jetzt? Und dann geht's los. Ja. Wenn irgendwelche komischen Geschichten und Vorhaltungen ankommen von damals. Ja. Gefällt dir mein Geschenk nicht, wa? Hm. Dein beschissenstes Geschenk. Ja. Was ich je verschenkt habe? Nee. Ja, ja, das kann ich selber beantworten. Was ich bekommen habe? Ja. Wo du echt gesagt hast, weißt du, wo man sagt, danke, aber wenn man ehrlich ist, sagt, was soll diese Scheiße? Ja. Was soll das? Habe ich, ja, kann ich dir sagen. Was? Kennst du von Simpsons, kennst du logischerweise. Die Simpsons? Ja. Als Homer March zum Geburtstag eine Bowlingkugel geschenkt hat mit seinem Namen drauf. Ja. Ja, sowas habe ich auch mal bekommen. Eine Bowlingkugel, wo Arian draufsteht. Nein, es war keine Bowlingkugel, es war symbolisch. Ich habe eine Kamera bekommen. Fotokamera. Fotoapparat. Wo Arian drauf stand. Nein, aber ich fotografiere nicht. Man hat dir ein Fotoapparat geschenkt? Ja. Also fotografierst gar nicht? Richtig. Ich habe auch nie Interesse gehabt an Fotos und Fotografie und Fotos machen. Aber jetzt hast du ein Fotoapparat geschenkt bekommen und dann bist du... Dass du sagst, was soll das für eine Scheiße? Ja, ja, genau, aber die sagst du halt dann nicht, aber hey, danke. Ja, von meiner Freundin, ja, die selber gerne fotografiert. Ja, man kann auch das zusammen. Ich habe ein Kofferset. Kofferset? Kofferset. Ein Kofferset. Hattest aber Koffer ohne Ende. Na, also habe ich Koffer. Weißt du, das ist so ein bisschen, wenn man mir Gin schenkt. Ja, hast du ungefähr 20. Ich habe 20.000 Liter Gin da. Ich bin mit Monkeys ganz dicke. Wenn ich was brauche, könnte ich die rein theoretisch auch sonntags anrufen. Und dann würden die mir eine Kiste schicken. Ja. Notfalls kann man die bei überall bestellen. Ja. Ich trinke nur so 2-3 Gin, das war's. Tangri Ten hat jetzt ein
mit Grapefruit rausgebracht. Hast du mal getrunken? Nee. Oh, gut. Und Ferdinand's. Sie, 7 Years Anniversary. Ferdinand's 7 Years Anniversary. 7 Jahre Jubiläums. So mit Apfel drin, so ein bisschen. Also ganz goldgelbe, geile Pulle. Aber ich kann dir vom beschissensten Weihnachtsgeschenk erzählen. Warte, jetzt, ja. Kannst du gleich mal. Kofferset? Warum fand ich Kofferset so scheiße? Weil du wahrscheinlich jemand bist. Zum Weihnachten war das auch noch. Weil es nicht wirklich persönlich ist und du wahrscheinlich sehr viel reist auch und euch Koffer ohne Ende hast. Und außerdem braucht er ganz wenig. Also ich bin ja schon so oft verreist. Er braucht einen Handgepäckkoffer. Also ein bisschen nur Koffer. Ja. Nee, soll ich dir sagen, warum ich so sauer war? Ja. Geburtstag, da bekommst du von ganz vielen Leuten was geschenkt. Nicht? Fernsehsender. Schenkt mir was. Plattenfirma. Ach so, die Plattenfirma hat dieses Jahr das vergessen. Falls einer von der Sony zuschaut. Ich hatte am 1. November Geburtstag. Die haben vergessen, mir zu gratulieren. Das kann passieren. Die haben natürlich auch wahnsinnig viele erfolgreiche Künstler. Deswegen Corona. Ach so, nee, die haben ja gerade gar... Stimmt, da läuft es ja gerade gar nicht. Bei Geburtstag hast du ja... Ich habe ja einige Freunde und dann da... Wenn da so ein Scheißgeschenk dabei ist, habe ich dieses Jahr auch eins bekommen, wo ich dachte, was soll ich damit? Eine Mütze, wa? Nee, Mütze nicht, die trage ich ja. Mütze nicht, nein, Mütze nicht. Nee, damit ziehe ich dich auf. Nee, ich fand die sogar gut. Fand ich gut, richtig gut. Zumal ich vorher auch noch auf Tour unterwegs war und habe mir Mützen angeguckt, weil ich brauche eine neue Mütze. Habe ich ja jetzt. Der Kofferset, der noch nicht mal Rimowa war. Weißt du, ich bin ja so ein Rimowa-Typ. Muss jeder selber wissen, was er für Koffer macht. Sondern irgendwie, Chimtaze. Chimtaz sieht aus wie Samsonite. Ist aber nicht. Ja. Das Schlimmste, was du machen kannst, auch als Elternteil, wenn sich Kinder und Jugendliche was wünschen, dann wünschen die sich exakt das. Und nicht, ist ja beinahe so. Wenn die sich den Air Force One von Nike bestellen, bei dir als Vater, Onkel, und sagen, bitte, bitte, in Blau. Und du kommst mit einem Adidas, auch gut, Superstar, in Rot, dann ist das auch ein Turnschuh, aber nicht der. Ja. Damit hast du, ich habe da einige Patenkinder, also entweder du kaufst das, was sie sich wirklich wünschen, exakt das. Aber warum fandest du es jetzt so scheiße? Also was war das Problem? Also Punkt 1 finde ich so, China-Schrott sowieso Müll. Gewünscht hast du es eh nicht? Nee, und jetzt kommt der Kaufmann bei mir durch. Du bist mein, das war meine Freundin. Oh. Und ich sage... Die kannst du wieder zurückbringen. Sagt sie, warum das denn? Dann sage ich, wenn ich Koffer haben will, kaufe ich mir welche. Und jetzt pass auf, ich bin ein Tourkünstler. Ich kann die Koffer absetzen. Ich kaufe einen Koffer für 200 Euro, kostet der mich ja nur noch ein Huni. Richtig. Du hast jetzt das Geld ausgegeben voll, kannst gar nichts absetzen. Und ich habe China-Koffer. Was soll, also war... Warum schenkt man einem Menschen ein Kofferset? Weil dir nichts Besseres eingefallen ist. Vielleicht so kaufmännisch jetzt. Ist ihr nichts eingefallen? Findest du nicht? So weit haben die nicht gedacht. Nein, sie war jetzt gut gemeint. Ja. Ja, ich kann ja meiner Freundin einfach mal einen Thermomix schenken. Ja. Zu Weihnachten. Freut sie sich doch auch. Oder ein Bügeleisen. Oder ein Bügeleisen, schönet. Der sich selbst entkalkt. Ein R1000er. Ja, das neue Rowenta R1000. Das ist ein Knaller. Das Gute. Ja. Und dann aber auch beim Auspacken, wenn sie es auspackt, so eine große Fresse haben und sich selber total freuen. Ja. Gut, ne? Ja, gut, ne? Und dann, wenn die das dann so in der Hand hat, dass du es dann weg ist, guck mal hier, kannst du hier drauf und der hier, das mit Keramik und so. Und du selber bist der halbe Rowenta-Verkäufer. Und sie denkt, willst du mich verarschen? Ja, sie denkt noch, das im Karton ist was anderes. Ja, die denkt, das Bügeleisen ist lustig, aber da ist ja irgendwo ein Ring. Na. In dem Wassertank oder so, guckt sie ja, irgendwo ist ja der Ring, schüttelt, hört, ob da irgendwie Bitcoins drin sind, irgendwas. Ja. Einfach bitte. Ja, klar. So, jetzt das beschissenste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten. Was du jemals bekommen hast. Nein, ich nicht. Was mein Bruder verschenkt hat. Und ich war aber live dabei. Unvorstellbar. Wir sitzen bei meinen Großeltern, ist schon viele Jahre her, mit der damaligen Freundin meines Bruders. Und mein Stiefvater fragt, sag mal, was hast du eigentlich von meinem Bruder zu Weihnachten bekommen? Und sagt sie, Ohrringe. Oh, das ist aber schön. Und dann guckt er so und sagt, du hast da gar keine Ohrlöcher.
Ach Quatsch. Und weg. Eine peinliche Sekunde, also eine peinliche Stille. Stille der Peinlichkeit. Wir haben so gelacht, hat Peter hat sich so weggeschmissen und haut den Spruch raus. Das ist ja so, als wenn du ihr Winterreifen schenken würdest, obwohl sie kein Auto hat. Was ja stimmt. Mein Bruder saß da. Wie so ein begossener Pudel. Aber das ist schon ein Knaller, oder? Finde ich. Also. Hätte mir auch passieren können. Ja? Schöne Ohrringe, soll sich vielleicht lecker machen. Ja. Hat sie aber nicht gehabt. Die kann ich machen dann. Ja, wollte sie aber nicht. Das beschissenste. Das wirklich beschissenste Geschenk ever. Oh. Ich hoffe, der sieht es jetzt nicht. Ein Pullover? Nee. Ich muss zu meinem 41. oder 42. gewesen sein. Das bin ich gespannt. Da muss ich dabei gewesen sein. Kann ich nicht dabei? Ach, warte mal. Oder wo war das? Oder war es der 40. Ich musste reisen. Ein Grammophon. Oh. Ein Grammophon. War das von? Ja, ja. Ja. Ein Grammophon. War das bei links oben? Ja. Da war es der 40. Ein Grammophon. Und ich denke, was soll ich mit einem verkackten Grammophon? Du hast auch den Ring gesucht. Ja. Hab auch den Ring gesucht. Ja. Da muss doch noch irgendwo was sein. Du hast bestimmt zum Hinstellen gedacht. Ja, ja. Als Dekoration. Als Deko. Hast du dich mal schon mal zu Weihnachten richtig abgeschossen? Ich hatte ja, kannst du dich erinnern? Ich war mit meiner Freundin relativ frisch zusammen. Mhm. Es war das erste Weihnachten. Das erste Weihnachten. Heiligabend. Zu Hause gefeiert. Erster Weihnachtsfeiertag zu Hause gefeiert. Zweiter Weihnachtstag ihre Eltern und Großeltern besuchen. Die Nummer mit dem Nussschnaps? Nee, nicht mit dem Nussschnaps. Mit den Schnäpsen. Ja. Und am ersten Weihnachtsfeiertag sitze ich bei mir zu Hause mit meinem Bruder und Mike. Ja. Und wir sagen, heute wird nicht so spät, ich muss relativ früh morgen raus, weil wir fliegen dahin. Ja, ich erinnere mich an die Geschichte. Ich wollte, moin zusammen, einige sind frisch dazugekommen. Wir sitzen hier in unserer Kneipe Roswitha Kekwe und quatschen einfach, was uns gerade in den Kopf kommt. Für die Leute, die jetzt erst einschalten. Jetzt sind wir gerade bei Weihnachtsstories. Und wir sind gerade bei Weihnachtsstories und was echt scheiße gelaufen ist. Und ihr könnt jetzt einfach live dabei sein, wird es jetzt einmal in der Woche geben. Mal wird es aktiver, mal wird es weniger aktiv. Kann auch mal sein, dass auch einfach mal so eine halbe Stunde, dass wir uns einfach nur so angucken oder so ein bisschen Musik. Auch da jetzt nochmal, wenn die Leute sagen, warum gibt es keine Musik? Wir dürfen keine Musik hier spielen, die GEMA-trächtig ist. Daher alle Künstler, die noch gar nicht bei der GEMA sind oder sagen, ey, wir bräuchten eine Plattform, meldet euch bitte bei uns. Und dann könnt ihr entweder sogar hier live spielen im Keller. Oder ist zu scharf? Ist zu dolle? Oder ihr schickt uns eine CD und wir oder irgendein Pfeil, irgendwas. So. Nein. Ja. Und wir haben gesagt, kannst du dich genau erinnern? Ich kann mich. So, und ich stehe, meine Küche ist so wie hier, so mit zum Tresen. Ich kenne die Küche. Ja, ich weiß. Aber die Leute ja nicht. Ja. Und, ja, geh mal gleich ins Bett. Ja. Meine Freundin schon im Bett. Freundin von Mike schon im Bett. Freundin von meinem Bruder nach Hause gegangen. So, ja. Naja, bevor wir mal Absacker. Ja, tun wir mal Absacker. Naja, was trinken wir denn? Oh, sag ich habe einen ganz tollen Schnaps da. Alte Kirsche. Schöne alte Kirsche. Oh ja. Oh ja, trinken wir alte Kirsche. Ja. Trinken wir alte Kirsche. So. Wir waren zu dritt. Einer geht noch. Ach komm, einer auf einem Bein kann sich stehen. Mal einen zweiten. Ja. Und dann gequatscht und gequatscht und gequatscht. Ach, da immer. Einen immer noch, ja. Also,
irgendwann habe ich mich, es gibt ein Video, habe ich mich ausgezogen, weil mir zu warm wurde. Mir war zu warm. Und ich habe ja so eine große Steinplatte und habe mich dann einfach so, so, weil mir zu warm war. Ich habe das aber gar nicht mehr so mitbekommen. Das ist wie so ein Wolf, dem zu warm drin ist. Einfach, der sich in Schnee legt. Und wir haben gesoffen und gesoffen und gesoffen und gesoffen. Und es hat keiner mehr, wir haben es gar nicht so mitgekriegt. Es war super spät. Und Mike lacht sich tot, weil ich irgendwas erzähle. Und er filmt es und zeigt mir, was er filmt. Und ich sehe den Film und denke... Wer ist das? Was rede ich da? Den versteht ja keine Sau. Und zwar, ich war fest davon überzeugt, dass ich sage, ja, müssen wir gucken wegen morgen, wegen Frühstück oder so. Und in Wirklichkeit kam raus, das ist ein schwer. Ich war der Flug. Pass auf. Pass auf. Geht noch weiter. Mein Bruder geht. Mike hat in meinem Gästehaus gepennt. Geht drüber, gab auch Ärger. Ich gehe nach oben Zähne putzen. Es ist ja egal, wie besoffen ich bin. Sie müssen Zähne putzen. Ich putze mir immer die Zähne. Egal. Ich bin einmal, heute gehen die aus nach 2 Minuten. Die ersten elektrischen Zahnbürsten gingen nicht aus, die musstest du ausmachen. Da habe ich mir hier oben weggerubbelt, das Zahnfleisch, bin ich eingepennt. Eingeschlafen, dann habe ich mich so und irgendwann bin ich aufgewacht, war alles wund. Ich weiß es nicht, ob es eine halbe Stunde war. So, pass auf, ich putze mir meine Zähne und denke mir, also mir war überhaupt nicht schlecht, überhaupt nicht. Und denke mir, ach, und das Schlafzimmer war 6 Meter weg. Nicht groß. 7 Meter, wenn überhaupt. Und habe mich dann einfach auf den Badvorleger vor die Badewanne gelegt. Weil ich gedacht habe, ey, ich lege mich kurz hier hin. Ein bisschen Beine ist jetzt bitte. Weil es ein bisschen weit jetzt. Ja, ich komme ja gleich. Und habe mich mit meinem Bademantel zugedeckt. Morgens weckt mich meine Freundin. Ich auf Fliesen geschlafen. Jetzt bist du selber Osteopath. Du weißt, wenn du mit der Schulter die ganze Nacht auf Fliesen pennst. Ja. Alter, wird alles wie gedacht. Nicht gut. Und ich hatte so eine Stunde Zeit, habe mich dann geduscht. Und dann sind wir zu ihren Großeltern geflogen. Ich konnte nicht fliegen, weil ich gesagt habe, ich habe Alkohol getrunken, ich darf nicht fliegen, das verliere ich alle. So, Pilota fliegt. Und ich, wenn es an mir gegangen wäre, hätte ich gesagt, du machst es alleine. Also heute würde ich sagen, du sagst es schöne Grüße, aber ja, der Fisch war nicht so gut, irgendwie lass dir was einfallen. Aber es war das allererste Mal. Ach, alle haben es auch aufgetischt und waren so aufgeregt und Mario Barth kommt. Und dann fliege ich dahin und auf dem Weg dahin bin ich schon verreckt. Glaube ich dir. Immer nur so. Für ein Zitterei gehabt. Und immer wieder meine Freundin. Geht's dir gut? Ja, ja, alles gut. Dann holt mich die Mutter ab, also uns, am Flughafen. Ich steige in das Auto. Hinten sitzt hinten, so ganz eng. Meine Freundin vorne fuhr. Und keine 5 Minuten später habe ich selber gedacht, Alter, das stinkt hier wie in einer Kneipe. Ich habe gestunken. Weißt du, das erste Weihnachten bringt meine Freundin ihren Typen mit. Rott, noch immer besoffen, noch immer voll. Geht's dir gut, Mario? Ja, klar. Auch so diese leicht zeitverzögert. Völlig so. Sitze hinten und kämpfe. Nur mit Überleben zu tun. Gehabt. Nur mit war reiner Überlebungsdrang. Und pass auf, jetzt sitzen wir dann bei den Eltern so und dann auch so Gespräche. Wie ist das denn so? Wie war das? Und ich denke, halt doch einfach deine Klappe, ey. Oh, laber doch dein Kind voll. Warum denn mich? Aber kannst ja nicht sagen, sag ich. Also auch in der Hoffnung, kennst du es, wenn Menschen es nicht raffen? Wenn man immer so, und wie war es? Ja, gut. Und einfach aufhören jetzt. Und, naja, aber Heiligabend, süd, war gut. Aber Mike war da, ne? Ja. Und, wie hat das gut funktioniert?
Gut, gut. Da, also da weiß doch der Blödeste irgendwann, du, der will nicht reden, lass ihn in Ruhe. Ja? Und der erste Weihnachtsfeiertag, da habt ihr dann ganz gemacht. Hm. Und wie war die so? Gut, 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 gut. Und immer wieder. Ich denke, das darf nicht wahr sein, ey. Ich habe dann wirklich gepumpt. Irgendwann habe ich gemerkt, mein Kreislauf fängt sich. Und dann sind wir zu den Großeltern mit dem Auto gefahren. Schön. Und da gab es Gänsebraten, Rotkohlklöße und so Fettsoße. Genau das Richtige für dich. Genau. Für so einen empfindlichen Magen. Nach so einem... Ja. Und dann, möchtest du was trinken, Mario? Nee, nimm Wasser. Aber ich so... Schön Rotwein zum... So saß ich da. Oh, und dann... mir ging es ja so schlecht. Mir ging es ja richtig schlecht. Ich weiß nicht, kann man das hier erzählen? Darf man das hier erzählen? Darf man das hier erzählen? Was erwartest du, dass die Leute sagen, nee, natürlich ist man sagen, ja. Aua. 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 Das war ein Zeichen. Wenn du gesoffen hast, Schnäpse. Oh, die Kopplung. Was? Hast du ja in deiner Hoden. Achso, ich dachte, deine Hoden. So ich habe Gänsebraten, ein bisschen. Bisschen Gänsebraten. Bisschen rot gewesen, bisschen weil ich gesagt habe, ja, nee, ich möchte ein bisschen auch mit Weihnachten viele Kekse gegessen. Mhm. Und die Suffabend, und das war das Erste, was ich zu mir genommen habe. Und dann mit Fett. Mit Fett. Und dann macht er das nur. Und ich denke, so muss sich ein laktoseintoleranter Mensch fühlen, wenn der sich Kuhmilch reindreht. Wie viel Zeit hast du gehabt? 40 Sekunden. 50. Und ich sage, na, und du kannst ja auch nicht essen. Gar nicht auf Toilette, sondern ich saß ja dann da, hab das so weggedrückt und kennst du das, wenn du ganz dringend musst, dein Körper rebelliert. Ja, ja, klar. Du schwitzt. Ja. Ich habe so kalten Schweiß gehabt, der, Alter, mein Kreislauf, Alter. Und dann weißt du noch genau, du hast jetzt noch 30, 40 Sekunden. Du weißt genau und du kannst halt nicht direkt, bist doch am Kauen. Hosentoilette. Was hast du gesagt? Kannst du bist Toilette, lass ruhig stehen, komm gleich wieder. So ein Zwischenschiss, weißt du, kannst ja auch nicht bringen. Nee. Du kannst ja nicht mitten beim Essen kacken gehen und kommst dann wieder und sagst so. Ah, oh, herrlich, ein Kloß nehme ich noch. Kannst du nicht machen. Es war so schlimm, es war so schlimm. Und dann gehe ich auf die Toilette und das ist so ein altes Haus, das ist ein echt altes Haus. Und hau da so einen richtigen... Und war wahrscheinlich direkt Gästetoilette... Nee. Ja, die haben nichts gehört. Das war gut gebaut. Ist gut okay. Gebaut. Bop, Essen ganz woanders. Okay. Aber ich habe da ein Suff-Schiss reingeknüppelt, dass ich selber dachte, boah, Alter. Oh. Ja, aber hat sich aber ganz schön was angesammelt. Oh, dann bin ich den Suff... Jetzt hatten die glücklicherweise Fenster, anders als in meinem Programm. Oh, was ist denn die Pyramide? Haben wir was falsch gemacht? Ja, alles gut. Hier, das ist super. Ja. Mach das Fenster auf Dezember. Kalt wie Sau. Kalt wie Sau. Mach das Fenster auf und geh raus und setz mich an den Tisch. Leer gekackt. Oben das Fenster, nee, unten ist unten, alles unten. So, okay. Die haben nicht oben. Bungalow. Ach, der Bungalow. Leer gekackt. Was denn? Nur im Chat fragt einer, ob es noch Rollstuhlplätze für Koblenz gibt. Vorne ja. Bestimmt. Bestimmt, wenn nicht, dann mache ich dir einen Sitzplatz frei. Ist hiermit versprochen. Und, aber du schleppst ja den Suffschiss-Gestank. Ja klar, bisschen Klamotten drin. Naja, man darf nicht sofort eigentlich... und das ist wie so eine Aura, die so mitkommt. Ja, ja, du ziehst das so hinterher. So eine Schleppe. Und ich setze mich dahin, mir ging es auch besser. Und kurz danach ging direkt ihre Mutter auf Toilette. Schön. Schön. Klobrille war noch warm. Oh. Aber das Fenster war ja offen. Gestank war keiner mehr drin. Aber jeder weiß ja, was du getan hast. Warum machst du im Dezember das Fenster bei Angelbett auf, dass du minus 5 Grad... Oder? Dass die Leute nicht gerne darüber reden, dass du scheiße... Meine, Kickerchen so machen. Ja, man redet mal nicht drüber, nee. Naja, ist halt... Aber dass die Mutter danach... Oh, die Chat fragt, wer ihr seid. Das ist Arjan. Okay. Arjan ist zwei doofe, eine Danke. Wir machen, in der Regel sind wir alleine. Heute ist noch ein Freund dabei. Ein Kollege.
sagen. Eigentlich wollte er gar nichts sagen, aber er kann einfach nicht, weil es hier lustig ist. Ja. Wir haben einen Partykeller ausgebaut hier mit wunderschöner Deko. Hier werden wir einmal in der Woche zwei doofe eine Danke machen. Wir reden über alles Mögliche. Wir reden über Sport, wir reden über Dinge, die passiert sind. Wir reden über... Bierschiss. Wir reden über Politik auch mal. Oh ja. Echt? Bisschen. Nee, Politik haben wir abgewählt. Ja, oder? Reden wir über Corona? Nächste Politik. Ja, obwohl. Ach, reden so alle drüber, müssen wir doch nicht machen. Nee, das stimmt. Machen wir auch nicht. Über was reden wir denn? 50. Was ist doch über keine Ahnung. Das alltägliche Leben. Über uns. Das wir am Wochenende. Hast du schon mal geklaut? So was? Ja. Nee, hab ich nicht. Quatsch. Ich hab noch nie geklaut. Du musst aber deiner Oma und. Du musst ja mal irgendwas geklaut haben. Ich hab einmal Schmiere gestanden beim ersten Mal klauen. Beim Edeka-Laden, der direkt neben uns war. Und hab Schmiere gestanden. Da war ich, glaube ich, 6 oder so. Und stand dann der Besitzer bei meinen Eltern drüben. Da war ich kuriert. Nie wieder geklaut. Und das sind Freunde von mir quasi. Ari und ich, wir machen das gemeinsam. Zwei doofe in die Danke. Und ab und zu mit Gäste, ab und zu ohne Gäste. Quatsch, einfach dämlich, ne? Ja, demnächst kommt Ilka Bessin, Jürgen Vogel, hat sich schon angemeldet. Paul Panzer hat sich schon angemeldet. Unser Freund Deffi. Deffis. Gastronomen aus Berlin kommt, also auch Leute, die gar nicht prominent sind, aber was zu sagen haben. Ja. Mach wieder Fenster auf, wa? Sonst verrecken wir hier. Sieht man nichts mehr. Naja. Sehen die uns noch überhaupt? Das ist es nicht. Was ist denn das denn da schon wieder? Bisschen Schwund hast du überall. So ein schöner Ausblick da. Halt die Fresse. Kann ich alles haben. Ja. Und wir sitzen jetzt einfach hier einmal in der Woche. Und trinken was. Wir sitzen ja sonst eh. Wir treffen uns eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben alle Partner. Und wir möchten einfach weg von zu Hause. Ja. Wenn dann jetzt auch Tourpause ist, ist es dann auch so. Also das ist echt scheiße. Ich habe ja, guck mal, wir machen jetzt noch eventuell. Und dann fängt es erst wieder an im März. Was Hannover und Kassel? Kassel. Na, aber 4, 5 hast du doch noch, oder nicht? 2. Bin ich ja dabei. Wenn es das gibt. Wenn es das gibt. Wenn es das gibt. 2. Vielleicht ist ja vorbei. Fahren wir wieder mit dem Bus? Nee. Das war cool. Ja. Hat mir gefallen. Ja. Und, aber das kannst du ja nicht 2 Monate zu Hause sitzen, bist du blöde. Ja. Ja. Hä? Ja, nee, kannst du nicht. Kannst du nicht. Nee, müssen auch nicht immer Promis sein. Hast du recht? Einfach Leute, die was Geiles zu erzählen haben. Normale, genau. Normale Leute, ja, zum. So. Mein Amazon-Typ. Amazon. Amazon? Nee, Amazon. Der kommt jeden Tag, oder? Jeden Tag. Amazon. Moin Moin aus Oldenburg, Moin Moin zurück. Warum so wenig Zuschauer? Warum sind so wenig Zuschauer da? Zuschauer? Wir haben gar keine Zuschauer. Zuschauer. Ist noch nicht Knossi. Ich bin noch nicht Knossi. Geh abends noch ins Bett. Aber ich finde es gar nicht wenig. Wir machen das auch, und das muss man, glaube ich, auch mal sagen, Freunde. Ach so, deine Kamera war alle, oder was? Ja, aber die Kamera läuft ja. Die oder die. Wir machen das ja auch. Wir machen das eigentlich für uns und für euch. Und wer Bock hat, dazu zu schauen, kann das gerne machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt, Alter, was können wir für ein geiles Format machen, dass wir irgendwann 2 Millionen Zuschauer haben, dann Werbekohle kassieren und dann das so geil machen. Sondern wir machen das eigentlich nur, weil wir da Bock drauf haben. Ja. Ja. Also ich habe ja noch immer meine Fernsehsendung Mario Barth deckt auf, die läuft sehr gut. Da haben wir im nächsten Jahr 12 Folgen auch, das heißt, wir haben relativ viel zu produzieren. Dann gibt es ein neues Format bei RTL, auch das mache ich. Also ich bleibe dem ja auch treu. Dann habe ich noch eine Tournee und dann schreibe ich gerade noch an einem Buch. Also es ist so, dass es nicht unbedingt ist, da sagen, ey, versuche jetzt mal über Twitch noch mal einmal richtig durchzustarten, damit mich die Leute einmal noch kennenlernen. Ich habe meinen Bademeisterjob im normalen Leben. So, du bist ja in Wirklichkeit Bademeister und cremst die Leute mit Hackfleisch ein. Ja. Also wer Lust hat auf Hackcreme. Ja, Hackcreme, der meldet sich bei Ayan.
Ansonsten, wir machen das eigentlich wirklich, wir haben einen Keller und da haben wir einen Partykeller ausgebaut mit Nut- und Federbretter, alte Nut- und Federbretter. Dann haben wir so einen ganz alten Unterberggürtel, habe ich noch besorgt. Aus einer Schnapsidee heraus. Den, ne? Aus einer Schnapsidee. Lass uns so einfach eine eigene Kneipe bauen. Dann war ja diese ganze Lockdown-Nummer und dann dit nicht und da dit geht nicht. Und dann macht man sich eigentlich einfach einen eigenen Partykeller. Ja. Und wir werden hier Silvester feiern, 2 Tage vorher oder so. Da werden wir euch noch informieren. Und wenn, det, und wenn nur 100 Leute zuschauen, dann schauen nur 100 Leute zu. Wir machen das ja für uns. Eben. Ja. Sonst könnte ich Fernsehen machen. Das ist, da habe ich ein Sendekonzept, Fernsehen, da schauen zwischen 2 bis 5 Millionen zu. Ich glaube, da wäre auch Knossi ein bisschen neidisch. Ne? Ist ja einfach mal, muss man mal so, auch so sagen wie das. Ja. Und sonst? Ansonsten sind wir einfach hier und Mensch, wir haben zu Hause Partner und wir wollen raus. Und wenn du zu Hause sagst, ich gehe mit meinen Kumpels einen trinken, dann heißt es wieder, ja, toll, ja, bist immer mit deinen Freunden unterwegs. Immer nur mit deinen Freunden. Wenn du mal sagst, da wir gehen arbeiten, Mensch, wir müssen doch hier so ein Videopodcast-Ding machen. Ist mir doof, eine Danke. Ich finde auch dafür, dass wir das jetzt mal live machen, erste Mal. Findest du gut? Wie findest du das denn? Ja, ist anders für mich. Ich bin das ja nicht gewohnt. Aber ist okay, glaube ich. Was denn? Wir haben doch auch schon aufgezeichnet eine. Ja, doch. Aber nicht live. Naja, aber ich schneide es ja nicht. Ja. Ist doch live und tape nennt sich das. Ja, ist trotzdem anders ein bisschen. Also ist es für dich anders? Ein bisschen, ja. Weil jetzt schon die Leute gucken? Ja, man will ja irgendwie jetzt auch nicht. Ich kann ja mal fragen, Chat, wenn ihr der Meinung sind, der Arjan, der macht der Dude, gibt mir doch mal eine 1. Guck mal, dann kannst du mal sehen. Vielleicht finden die dich auch scheiße, hauen sie dann eine 2 rein. Aber gebt mir doch mal, wenn ihr sagt, das ist ein geiler Typ, gibt er mir eine 1. Wenn er sagt, der ist ja total scheiße, 1, 1, 1, ballerst 1, du eine 2 rein. 1, wenn du der Meinung bist, 2, der ist total scheiße, 7? Baller meine 2 rein. Alter, was ist mit den 2? Du bist augenscheinlich sympathisch. Tja. Nee, die kennen mich nicht, nee. Aber sie lernen aber mich kennen. Aber auch das, jetzt mal ganz ehrlich, kennst du noch Samstagnacht? Ja, klar. Ja. Als das angefangen hat, wer kannte Mirko Nonchev? Genau. Esther Schweins, wer kannte den? Das war ein kompletter Stab, no names. Ja, irgendwann fängt es ja immer mal an. Mirko musst du auch mal einladen. Mirko, wir können auch mal einladen. Ja. Aber du hast ja nur, waren ja nur, heute wollen die alle, ah, das müssen so riesen Promis sein. Und dann hast du da irgend so einen Promi und der Scheiße. Das ist doch gar nicht lebensnah. Erstens telefoniert der eine Dreiviertelstunde am Stück jeden Tag über 10 Tage wegen seinem verfickten Honorar. Oh, Entschuldigung, Twitch. Tut mir leid, möchte mich vielmals, kriege ich jetzt einen Bann, wa? Du hast ja auch angefangen, hast mal vor 3 gespielt. Ich habe vor 0 gespielt, ja. Habe meine Scheiße eingepackt, bin nach Hause gefahren. Ja. So war es nämlich. Klar. Ich habe neulich, in Hamburg in der Barclay Arena gespielt. Knallevoll das Ding. 2G, alle geimpft, getestet, hier noch ein Stab im Kopf. Super Stimmung. Allererste Programm, Männer sind Schweinefrauen, aber auch als 2.0-Version. Und stehe auf der Bühne und sage, mit diesem Programm stand ich auf der Bühne in Remscheid, im Rotationstheater, 6 Leute da. Und ich bin nicht ins Theater reingegangen, weil es war mir zu armselig mit 6. Sondern blieb im Foyer stehen und habe mir eine Cola-Kiste genommen, umgedreht, habe ich auf die Cola-Kiste gestellt. So war das. Groß, das kann ich jetzt, aber klein, von klein muss, jeder muss anfangen. Und das Geile ist immer, dass die Leute dann sagen, wo kommt der plötzlich her? Ja. Der kommt nicht plötzlich her, der macht das schon seit 10 Jahren. Ich mache das ja auch nicht, weil ich jetzt hier irgendwie groß rauskommen will, weil ich einfach Bock habe, mit dir rumzuhängen. Ja. Das ist ja der Grund. Finde ich auch richtig. Ja. Ja. Finde ich auch gut. Das ist der einzige Grund, mein Freund. Ach, das ist doch einfach hier sitzen und wenn da einer schreibt und sagt, zu wenig Zuschauer, wie viel sind's denn? Siehst du das? Zeig mal. Wo steht das denn? Na, was heißt denn wenig Zuschauer, Alter? Ich finde das schon eine Menge. Ja? Ja. Ich finde das eine Menge. Aber findet ihr, jetzt mal ganz ehrlich, findet ihr auch zu wenig Zuschauer? Also, ich weiß ja nicht, um was geht es? Geht es darum, dass wir... Wie sind das denn? Dass wir, oh, das geht dich nichts an. Okay. Aber ist es wirklich wichtig? Aber die zuschauen, wenn die doch Bock haben, reicht darum geht es doch, oder nicht? Und vielleicht finden sie ja so geil, dass sie irgendwann mal... Hast du gerade gewunken in die Kamera, weil du selber geguckt hast? Hast du geguckt? Warte mal, wer gerade geschrieben hat. Wie soll man die Kamera legen, wenn ich ihn höre und lese?
Wer? Der guckt das? Ja, na klar. Wer? Meine Junge, Junge! Ich bin dabei beim Wurstmachen. Weiß nicht, ob deine Frau dir das schon gesagt hat. Meine kleine kroatische Kampfmaus. Ich wink auch für dich. Ja. Das finde ich auch immer so geil bei Kameras. So bei Kameras. Warum muss man auch mal gleich so ein debiles Gesicht machen, als wenn man eine Klobürste im Arsch hat? Ich hatte noch keine im Arsch, aber vielleicht kannst du mir erklären, wie das ist. Ja, kann ich ja. Erzählen. Ist schön, warum? Ja, soll ich eine holen? Ja. Ja. Mach mal. Ja. Fum, fum, fum. Hm. Was wolltest du sagen? Ach ja, nix, Mensch, das ist wieder in Ruhe. Du bist, hat dich aus dem Konzept gebracht, weil du es gerade im Kopfkino hast. Wer? Du. Was? Was? Klobürsten-Kopfkino. Nein. Nein, du wolltest doch nur einfach erzählen. Ach so. Dass man das doch einfach... Warum man so komisch in die Kamera winkt, meinst du? Nein, davor. Davor. Die Leute dazu. Ach so, gucken. Wieder auf dem Thema. Okay. Wissen wir nicht. Ja, notfalls haben wir ja zwei Zuhörer. Wir hören uns ja selbst, das reicht ja. Wer traut sich mit mir, Unterberg? Unterberg. Wann hast du den letzten Unterberg getrunken? Das ist jetzt auch schon, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. 35 Jahre, ja. Bestimmt. Mit 10. Ja, mit 10. Sollen wir uns in Unterberg reindrehen? Ja oder nein? Darf man überhaupt Werbung machen? Darf man, weiß ich gar nicht. Darf man das machen? Nicht so gern, ne? Muss ja nicht bezahlt. Nee, ist unbezahlte Werbung. Und komm doch mit auf den Unterberg. Komm doch mit auf den Unterberg. Denn da. Ah, wie ging es weiter? Der Radetzky Matsch. Aber also, komm doch mit auf den Unterberg. Komm doch. Guck doch mal, google mal. Komm doch mit auf den Unterberg. Zweimal, komm doch mit auf den Unterberg. Komm doch. Da ist die. Keine Ahnung. Das sind neue. Das sind alte. Auf den Unterberg. Und die Werbung. Video. Ja. Es bitter hilft dir. Aber schnell über den Berg. Und nochmal. Und auf den Unterberg. Guck mal hier. Okay. Auf die Scheibe aber noch. Ups. Zu blöd, um Dartpfeil zu werfen, meinst du? Mit seinen erlesenen Kräutern. Jeden Tag. Oh. Wo, aber wo wirst du denn? Wie viele Meter müssen wir da haben? Ich hab die Lampen geworfen. Ja. 3 Meter. Also, ich hab hier neue. Oder ich hab ganz alte. Vorsicht. Nehmt mal die neuen, bitte. Hier, das sind ganz alte. Siehst du auch, das ist ein anderes Logo. Schon mal besser geworfen. Ja. Ja. Neue oder ganz alt? Das sind alten. Ganz ist egal, mach jetzt einen auf da. Stellst du manchmal zu. Wo viele Meter muss man haben? Keine Ahnung. Stellst du manchmal zu viele Fragen auch. Oh. Triffst ja die Scheibe nicht mal. Wo sind meine Pfeile? Da. Geh weg. Ja, jetzt kriegen wir das raufkleppen mit den Daten? Ja. Hey, aber die Mucke fehlt echt. Die Mucke, das nervt. Ja. Ohne Muckibude. Ohne Muckibude, ich nirgends wohin. So. Für live geht's, aber es wird dann nicht gespeichert. Was? Das Video. Live, dann geht's, aber nachträglich wird's dann gesperrt. Wenn es zu Ende ist, live. Die Musik? Wenn du Musik nutzt. Bei Twitch? Richtig. Okay. Eieieiei. Das sind? 11, 23. Da, 12, 14 sind 26, 37. Ah, doll ist es nicht. Nee. Doll ist es nicht. 2,37 muss man Abstand halten. 2,37 muss man Abstand halten, sagt meine Community. Mein Chat. Oh, oh, oh. 16. Mach keinen Scheiß. 27. Und 4. Naja, 31. Doll ist auch nicht. Aber besser als du. Das stimmt ja überhaupt nicht.
Nee, wie hast du gehabt? 36. Was war das? 2,37 Meter? Das ist ja egal, werf einmal. Ist zu weit. Muss den näher ran, muss hier hin. Meinst du nur, weil er kleiner ist, oder ja, was? Ja, ja, ja. So bist du auch in der Kamera. Ja, ja, mach mal. Oh. Ach, gehst du auf Bull, ja? Ja. Oh, Triple 5. Oh! Ins Bull. Nee. Nee. Ins Grüne, 25. Was ist das, 17? Ich glaube, es sind 90. 35, 42. Triple 5. 42, 52, 57. Oh, ich könnte drei Runden machen, kann ich aussetzen. Bis du bist dran, wa? Oder Ecke? Mach du mal. Ach du Alter, Scheiße. Schön an der Scheibe vor. Wunderbar. Ganz stark. Halt die fest. Ah! 21. 21. Mach du mal. Entschuldigung. Null. Ja, ja. Er hat mich aber auch gerempelt. Ja, stimmt doch ja nicht. Ihr seid hier vorbeigelaufen. Ja. Warte, warte, du hast keine 3x20. Eins? Eine Eins. Oh. Ja, also dein Pfeil, ich hab dich wirklich gerempelt. Ich dachte 3x20, ey. 18, 19. Und 4, 23. Oh, auch ganz dünn, ne? Ja. Machst du nochmal, Funjay? Ja, wenn ihr euch das so tun wollt. Aber Mucke müssen wir machen. Bisschen irgendwie. Nicht so dolle. Mach halt, komm. Leute wollen ja auch nach Hause. Die sind doch zu Hause. Die Leute wollen auch nach Hause. 11. 27. Ja, das 37, ist ja mit der Mathematik, ne? 99. Lieber Chat, gibt es irgendein Thema, was wir hier besprechen sollten? Dann haut doch einfach mal ein paar Themenvorschläge rein. Ja. Da freuen wir uns. Ein Stichpunkt wäre schön. Stichpunkt wäre doch geil. 20. 21. 22. Fuck, Alter. Ja, reich und einfach gemacht. 13. 26. Für Mario reicht's. 30. 30. Was gibt's für Vorschläge? Über Comedian-Kollegen lästern. Lästern, da bin, ich leider der Falsche. Da müsst ihr woanders hingehen. Ja. Ich läster nicht. Hä? Über eure Dates reden. Au, ja. Über wen? Au, die Dates. Dates. Richtig beschissene Dates. Ja. Alter, da war... Oh, fuck. Oh, und Grüße von Anastasia, Rose. Au, zurück. Das schicken wir später die Fans, würde ich sagen. Ja, du weißt, wie das geht mit dem Raiden. Das kriegen wir hin. Möchte ich auch kennenlernen, macht geile Mucke. Habe ich schon gesehen. 23. Macht geile Mucke, ich bin jetzt dran. Komm, ich mache jetzt hier einmal noch richtig. Und dann, dann reden wir über Dates. Die Dates. Welche Dates? Jawohl, Alter. Komm, hast du immer Eier. Ah, ja. Rein im Bull. Ja. Bist der Größte. Du bist echt, ein richtig toller Typ. Danke, Mario. weiß ich doch. Dein erstes Date. Mein erstes Date? Boah. Kriegen wir noch einen? Oder was ist los? Was ist mit denen hier? Ach, und da wäre echt. Du hast hier noch vorgeschlagen. Was machst du? Packst du den richtig aus? Ja, ich muss aber das macht man so. Ja, du. Aber nicht. Mein erstes Date. Dein allererstes Date. Das ist nur aber auch schon bestimmt 10 Jahre her. Dein allererstes Date. Boah. Und Sexunfälle. Hä? Und Sexunfälle. Sexunfälle. Nee. Ich bin einmal eingeschlafen. Das ist auch ein Unfall. Super gewesen. Das ist auch ein Unfall. Ich bin einmal eingeschlafen beim Sex. Ich dachte, ich bin eine Vollrakete. Bin dann eingepennt. Erzähl dich gleich. Aber mein allererstes Date. Weiß ich noch. Ich weiß noch, wie sie hieß. Wie hieß die? Die hieß Verena Engel. Ja. Ich glaube, ich war 14. Hast du da durch die Nase durchgespuckt?
Einmal durchgespült oder was? Durch den Zinken? Das ist ein Klumpen. War das schon so alt? Da ist ein Klumpen drin. Oh. Hab kein Wasser. Hast du Wasser da? Ja. Was denn für Klumpen? Kommt in einem Stück raus oder was? Ach Gott, was ist der denn da? Kennst du das? Ist wie. Ja, Stoll. Stoll? Stoll. 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 Er wollte toll. Hey, Stoll. Stoll. Er wollte toll sagen, kann Stoll. Stoll. Du kennst ihn doch mal extrem abschließend. Kommt nichts raus. Mach doch, willst du auch ein. Ja, ich glaube ja. Guck mal. So jetzt. Entschuldige bitte, du hast einen Schluck genommen und bist beinahe verreckt. Ja. Das war so viel. Internet kaputt. Oh. Ja, Susi, hier ist wieder. Du Arsch, sag ich doch. 14 Jahre alt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wirklich. Also das ist auch nicht so spannend. Boah, Alter! Was ist denn los? Boah. Junge! Ah, das. Oh, oh, oh. Oh. Ist gut, Unterberg. Ist absolut super. Für den Magen. Getränk, ja. Ist gut für den Magen. Mhm. Mach mal. So, pass auf, erstes Date. Wie alt warst du? 14. Wie hast du es gemacht? Wir haben uns damals, waren in einer Klasse, waren auf Klassenfahrt damals. Mit einer Schulkameradin? Mhm. Da hat es dann irgendwie gefunkt, schon ein bisschen noch. Dann haben wir so Händchen gehalten und dann waren wir damals immer in der Eishalle. Freitag, Samstag, Eisdisco. Schlittschuhlaufen? Ja, Eisdisco. Knutschen? Knutschen, ja. Brüste fassen? Ja, ging aber in Winterjacke und so alles scheiße und so. Aber zumindest so Hand in Hand Eislaufen und so. 14 warst du da? Das war dein erstes Date mit 14? Ja. Date, was ist ein Date? Also meine erste Freundin, mit der ich zusammen war, war Steffi. Okay. Steffi. Aber die, ich weiß nicht mehr, wie die mit Nachnamen hieß. Falls irgendeiner die Steffi kennt, weil die Steffi mal gesagt hat, ja, da war ich 12. Da war ich ja mal mit Mario zusammen. Gibt's ja, dass sie das dann erzählen. Dann melde dich mal bitte. Ich wüsste gerne, was die heute macht. Steffi hat gewohnt in der Hedemannstraße. Kreuzberg. Kreuzberg. Ich habe Puttkammerstraße gewohnt. Ich war 12. Steffi 18? Also hier meldet sich eine Stefanie Heider, sie sagt, sie war es nicht. Nee, Stefanie, du warst es nicht. Da bin ich ja schon mal froh, dass ich vielleicht einfach alle Steffis melden, die es nicht waren. Dann streiche ich die aus so einem Buch. Steffi ohne Nachnamen bitte melden. Auch Steffi Hedemann. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie die mit Nachnamen. Das ist echt ärgerlich, dass man sich, kann ich jedem nur raten, die Namen aufzuschreiben, mit dem man zusammen ist. Glaubst du, dass ich noch heute noch Kontakt habe? Mit wem? Mit deiner ersten? Ja. Freundin, also so. Ja, a date. Schulklasse, Grundschule, schwöre ich dir. Echt? Ach. Ja. Ob ich heute noch Kontakt habe? Och. Seit 40 Jahren. Och. Wir schreiben es heute immer noch. Guck. Was ist das Skurrilste, was dir passiert ist mal beim Sex? Das Skurrilste? Mhm. Das Skurrilste beim Sex. Was ist denn skurril? Naja, also abgefahren, irgendwas Außergewöhnliches halt. Was sich aus der Bahn geworfen hat. Was mich auf der. Ich habe einmal abgebrochen. Ich habe Sex abgebrochen. War ich 20. Weil? Mit Diana. Nachnamen lasse ich weg. Weil? Kennst du das, wenn die A-rhythmisch sich bewegen? Wenn ich gehe nach vorne und sie geht nach hinten. Mhm. Und du eierst sie da ein zurecht und
Das wird nix. Wird nix. Du, nein, wo du einfach merkst, das, naja, ist, das matcht nicht. Das, nee, muss man akzeptieren. Das ist so ein Geier. Gehudel. Und man denkt, meine Güte, ey. Oh. Und wenn das dann irgendwann im Kopf so kippt, weil man denkt, meine Güte. Das reicht aber auch. Mann, da. Ja, und dann will man ja auch nicht rumbrüllen und so. Unhöflich. Und dann ist man ja auch so unhöflich. Will man ja nicht. Nee. Ich hab, weißt du, was ich damals gemacht habe? Nee. Jetzt hau ich raus. Ich hatte, war ja damals, ich war ja länger Single. Und damals gab es noch Pieper. Kennt ihr noch diese Pieper? Ja, klar. Diese alphanumerischen, die kennt man sonst so aus Arztserien, wo sie kurz raufgeholt haben. Ich muss los. Ich muss los. So. Und die gab es numerisch und alphanumerisch. Und alphanumerisch konntest du beim Operator anrufen und die Nummer durchgeben und dann Text. Und dann haben die diesen Text eingetickt und dann ist in deinem alphanumerischen Pieper stand dann ein Lauftext. Und war wie eine SMS. Wie eine SMS damals. Hm? Kann ich das erzählen? Ja. Ja, kann ich. Und meine Mutter, die ich sehr liebe, meine Mutter musste öfters, der habe ich vorher angerufen, ich einmal klingeln lasse, wieder auflege, musste sie bei diesem alphanumerischen Dienst anrufen und sagen, dringend, nee, EDV-Ausfall. Deine Mutter. Meine Mutter als Backup genommen. Meine Mutter. Als Wingman. Meine Mutter hat mich immer wieder zusammengestellt und gesagt, Mensch, hör auf damit. Sag den Mädels, dass das sage ich, Mama, ey, jetzt hilfst du mir oder nicht? Ich bin dein Sohn. Und meine Mutter hat es halt gemacht, weil ich ihr Sohn bin. Aber die hat das echt, die sagte, Mann, warum? Die hat es halt nicht verstanden. Aber geil. Und es war dann halt so, dann hattest du so Sex und so. Und dann, das kennt doch jeder, und dann gehen die nicht oder so. Oder du gehst, du willst gehen und... Lässt dich nicht. Die lässt dich nicht und so. Das ist doch, das ist so wahnsinnig schwierig. Man will ja auch nicht, es gibt ja Leute, die habe ich schon kennengelernt, die sagen einfach, so, Mäuschen, dann bin ich böse, aber Fatih ist jetzt müde, hau mal ab. Das habe ich mich nie getraut. Ich habe dann immer auf dem Sofa noch gesessen und bis morgens gelabert, weil ich dachte, Mann. Oh, und die ist auch nicht gegangen. Ja, dann, so. Und da war der Pieper, ich musste los. Und da kann ich mich noch genau erinnern, ich habe ja in Neukölln dann gewohnt zu dem Zeitpunkt. Und da einen Parkplatz zu finden, Sonnenallee, ist unmöglich. Und dann bin ich des Öfteren runter, weil Pieper, ich muss los, ich bin auf Standby bei Siemens, habe ja Telefonanlagen programmiert, da steht EDV, ich muss dahin. Es ist nachts um vier, ist eine Scheiße, ist für mich auch richtig scheiße. Ja. Tut mir total leid. Bin dann ins Auto weggefahren, sie ist weggefahren, oder Taxi oder was auch immer. Da bin ich einmal um den Häuserblock gefahren, in der Hoffnung, ich krieg den Parkplatz wieder. Was ganz oft nicht klappte. Ja. Suchst du dir irgendwo was, bin dann wieder hochgedackelt im Bett. Penn. Gebe ich offen zu jetzt. Das ist meine Beichte. Jetzt bist du dran. Jetzt musst du mal so ein richtig scheiß Ding. Ja, bei mir ist auch eine ganz krasse Geschichte. Ich weiß auch nicht mehr, wie alt ich war, aber lass 16, 17 gewesen sein. Wo man sich im Nachhinein auch so ein bisschen schämt. Ich habe mich geschämt, das war ganz krass für mich. Also richtig, weil in dem Alter sowieso, heute willst du sagen, ja komm, okay, ist egal. Aber damals, 16, 17, und meine damalige Freundin, und die hat einen kleinen Bruder gehabt. Der war 5, soweit. Keine Ahnung, war nie dabei. Ja, aber so, also richtig klein. Und auf einmal sprang der ins Bett. Komm ins Zimmer rein und springt ins Bett. Du bummst die? Ja. Und er springt ins Bett? Ja. Du Scheiße. Kein Witz. Und dann? Ja, dann, und dann sie, oh Mensch, und keine Ahnung, wie der hieß. Thomas. Du lagst noch auf ihr drauf. Ja, volles Programm. Und sie so getan, als ob, dann so, und hat sie mit ihm, der war, ich glaube, der, ja, das ist natürlich nicht gecheckt. Und ich habe auch nichts mehr gecheckt. Ich musste auch dringend los. Ich war völlig verstört. Völlig verstört. Wurdest du mal erwischt? Von deiner Mutter? Beim Sex, oder? Ja. Oder beim Onanieren. Beim Sex nicht. Beim Onanieren? Ja. Deine Mutter hat ihn beim Wichsen erwischt? Ja, klar. Nein. Ja. Deine Mutter hat ihn beim Wichsen erwischt?
Nein! Kennst du meine Mutter? Ja, klar! Ja, ja. Ja, Entschuldigung bitte! Ja. Hat die mir noch nicht gesagt. Nee. Mensch, mal, hallo, ne? Ja. Hallo, ne? Du, ich weiß nicht, ja, vielleicht hat sie nicht gesagt, aber ich habe ja am Eiern ja mal beim Unternieren erwischt. Ja, kennst du das nicht? Nein. Ich habe Hausaufgaben gemacht am Schreibtisch, hatte Langeweile. Echt jetzt? Ja, und auf einmal stand sie da. Du hast bei deinen Hausarbeiten gedacht, oh, ja. Fass ich meinen Pimmel an. Ja. Echt jetzt? Ja. 2x2 ist 4. So. Ich wohne nur 46. So. Mir scheißegal. Moment. Ja, wo gibt's den Porno? Hol mir erst mal runter. So, bumm. Das ist nicht dein Ernst. Ja, das Beste war, stand sie auf einmal an der Tür. Und ich guck. Und sie, ah ja, Tee ist fertig. Tee ist fertig? 17 Uhr, Tee ist ja, so. Hat so getan, als ob sie nichts gesehen hat. Ich stand da, okay, ja, komm gleich. Ist sie ja gegangen, umgedreht. Alter, wie krank bist du denn in der Birne, dass du bei den Hausarbeiten sagst, oh, ihr 30-Jährige Krieg, du. Oh, was war denn das jetzt? Du weißt doch, wie krank ich bin. Ah, warte mal, du. Mir ist einfach alles scheißegal. Fass ich mir einfach meine Hose. Ja. Und dann aber, da gab es doch keine Pornos damals. Nee. Heute kann man ja hier porno.de und fikifikibumbum.com. Nee, da hat man einfach so eine Idee gehabt, doch, ach Mensch. Oh ja, hier. Die was Wurzel. Aus 46 nee, durch X. Der lag da irgendwie. War ein bisschen geil. So kann er. Lag da war ein bisschen geil. Alter, ich habe bis heute Mittag, Unterwäsche, bevor wir hierher gegangen sind, gedacht, weil du ein langjähriger Freund bist. Ich kenne dich. Ja. Aber. Du hast gesoffen, ohne dass sie was weiß. Dann hast du deinen ersten Advent gepennt und es schläft und wohnt bei dir der Sohn eines Kumpels. Und dann hast du auch noch bei Mathe onaniert. Ja. Und deine Mutter hat mich bei dir machen. Und sonst? Na, meine Mutter hat mich mal mit meiner damaligen Freundin, mit meiner ersten, ich hatte ja nur so ein kleines Zimmer. Ja. Damals hatte man ja nur so ein kleines Zimmer. Man hatte ja nicht, mein Zimmer hatte vielleicht 6 Quadratmeter, 7. So 1,70 Meter auf. So ein ganz kleiner Schlauch. Ja. Ich hatte so ein Schrankbett, konnte man ausklappen so. Also wenn du im Zimmer drin warst, warst du drin? Als ich in meinem Zimmer drin war, also als das Bett aufgeklappt war, kamst du nicht mehr auf die andere Seite. Ja. Musstest du übers Bett. Ja. Ja. So grundsätzlich auch praktisch. Naja, war so. Und ich weiß noch, sonst hat meine Mutter mich immer in Ruhe gelassen, wenn ich da war. So. Ja. Und ich pimper. Plötzlich kommt meine Mutter rein und räumt Spiele weg. Weil ich hatte, wenn du reinkamst, rechts gleich so einen Schrank. Und ich hatte ja nicht so viele Sachen. Und da waren so Spiele von meinem kleinen Bruder drin. Malefiz. Oh. So Spiele halt. Und sie, na, alles super dir? Ja. Ja, und dann redet die und ich liege auf meiner Freundin drauf, Decke über uns. Und denkst, hau jetzt bitte ab. Und ich denke, Alter, warum haut die nicht ab? Und die räumt diese Spiele da ein. Und dann ging das nicht so richtig rein. Und da hat die erst wieder die Hälfte rausgeholt. Das darf alles nicht wahr sein. Ich sag, Mann, Mama, hau doch einfach ab. Ich räume das doch hier nur weg. Nur eben kurz. Und dann geht die raus und dreht sie aber nochmal zu mir und redet die ganze Zeit mit mir. Ja, und dann müssen wir mal gucken und was wegen Essen und so. Und ich denke, was labert die so viel? Warum, was will die? So macht sie sonst nicht. Und irgendwann siehst du, ich habe ja sie so an, siehst du, wie sie so guckt und sieht 4 Füße und sagt noch zu sich selbst, ich glaube, sie wollte es nicht sagen, sie hat es nur gedacht, ging aber über die Zunge, 4 Füße. Shit, bumm, tut zu. Ja. Da habe ich da, ich konnte mit meiner Mutter mal offen darüber reden. Ich sag, was war das, ey? Ja, das wusste ich schon nicht. Dass da 4 Füße sind. Ja. Ja. Ich sagte, als die ist eingeschlafen und ich habe versucht, sie wieder wach zu machen. Ja. Ja. Tja. Alter, hat die dich beim Unanieren erwischt? Das ist ja, sag mal, wurde noch nie. Du hast mich gefragt, ich habe dir geantwortet. Ich finde das auch richtig, hier wird die Wahrheit gesagt. Ja. Also schlimm ist ja nun auch nicht, oder? Was schreiben die Leute denn da? Schlimm? Peinlich oder was? Bin ich jetzt durch? Menschlich. Bin ich erledigt jetzt? Meine Twitch-Karriere für heute für immer begraben wahrscheinlich. Oh Gott, der Ton bei Instagram im Mario Live ist schrecklich. Schreibt Linda88. Ja, wegen des Computers, der Lüfter.
Der Lüfter. Ist der Lüfter. Bei Twitch geht der Ton. Geh doch zu Twitch. Geh mal zu Twitch. Da ist der Ton besser. Wir müssen leider auch mal auf die Kamera schwenken. Der hat sich zu überhitzt, die Kamera. Dann sind wir jetzt da. Wie lange machen wir denn eigentlich schon jetzt hier? Weiß ich nicht. Wie lange machen wir denn schon? 2,5 Stunden. Alter. Ach, echt jetzt? Krass. Nein, wir müssen nach Hause gehen. Muss ich ins Bett? Ist gerade mal 20 vor 11. Machen wir noch bis 11 und dann hauen wir ab, oder was? Ja, ich muss morgen früh raus, wa? Wolltest du jetzt Feierabend machen? Dann? Nein, weiß ich nicht, was du noch hast jetzt hier. Was holst du noch aus dem Köcher raus? Hallo, ich habe nicht mehr bekommen. Was hast du nicht mehr bekommen? Bis 11 Uhr. Muss wieder, Mutti gesagt, muss nach Hause. Bis 11 Uhr, nicht nur bezahlt worden. Der wohnt noch bei Mama, ne? Okay, Sexunfälle. Sexunfälle wollten sie auch wissen. Ein Kumpel, alter Wilhelmshavener Kumpel, der hat seinen Spitznamen damals weggehabt wegen Sexunfall. Auf einer Party hat er eine Olle klargemacht. Im Keller. Eine Frau. Eine Frau klargemacht. Damals haben wir das so gesagt, Olle, damals. Hat er auch gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Er hat eine Olle klargemacht, hat er zu mir gesagt. Ach so, das ist quasi ein Zitat gewesen, das ist, Zitat. Ist wieder in Ordnung. So. Und er hat den Spitznamen dann damals dann... Ach, ab 18 steht hier. Am was? Ab 18, FSK 18 steht hier. Ja. Und der hat den Spitznamen bekommen, Schotter. Du solltest den Trim auf 18 stellen? Kann man den auf 18 stellen? Warum ab 18? Weil wir über Sex reden? Weil wir beim ersten Date, wie es beim ersten Date war? Und dass man erwischt wurde von der Mutter... Das ist ab 18? Niemals. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Niemals. Willst du erzählen, dass 16-Jährige, dass die jetzt zu Hause auf ihrem Laptop gucken oder ja. ihrem Rechner und sagen, oh Gott, du, was redet denn der Onkel Mario da so? Also, wie naiv muss man denn sein zu glauben, dass 16-Jährige nicht wissen, was Phase ist? Das wusste damals ich mit 16 schon. Dass man und das ist 30 Jahre her. FSK 16 Film? Na gut, auf jeden Fall, die Geschichte geht folgendermaßen. Der Spitzname von ihm heute noch, Schottereichel. Und das nicht ohne Grund. Ungewöhnlich, weil Mario Barth bist, lieber auf 18 stellen. Weil du Mario Barth bist, lieber auf 18 stellen? Aber warum? Weil Twitch damit ein Problem hat? Also wegen der Spiele natürlich auch. Wegen der was? Es gibt ja Spiele, die ab 18 sind. Und dann kannst du natürlich auch Twitch auf 18 stellen. Ja, aber ist dieser Stream für 18-Jährige? Was sagst du, Kleppi? Ich würde sagen FSK 12. Ja, oder? Das ist doch 12. Ist doch ganz harmlos. Manchmal auch 6. Manchmal sogar 6. Wir haben gedartet. Stell dir mal vor. Ja. Gefährliches Spiel, Glücksspiel oder was? Ja, so wie wir geworfen Glücksspiel, haben, ja. Glücksspiel. Es war Glück, dass wir die Scheibe getroffen haben. Ja, eben. Dann gewürfelt. Aha. Was ist Schottereichel, schreiben die Leute. Ja, du hast mich ja nicht ausreden lassen. Du haben sie auch sich beschwert. Du ich guckst ja lieber in den Chat rein. Ich möchte mich entschuldigen. So. Es tut mir leid. Okay, darf ich jetzt weitererzählen? Irgendein Kumpel. Kumpel. Der hat eine olle Klar gemacht. Genau. Im Keller. Ach so, das wusste ich nicht. So, und da war dann natürlich irgendwie so Zeug und Split auf dem Boden. Er. Im Keller? Ja, war so ein oller Keller. Und er ist abgerutscht und mit der Eichel über dem Boden. Oh! Ist ab 18. Liebe Grüße an Schottereichel. Und hat natürlich sich eine üble Schürfverletzung zugezogen an der sensibelsten Stelle sozusagen des Körpers. Ah, du erzählst jetzt Schrott? Nein. Ich sehe keinen Schrott. Ja, kein Schotter. Aber wie rutschst du denn ab? Keine Ahnung. Was Mann, damals Amateur, 16, 17, 18 gewesen. Wie war so. Das gezeigt, frage ich mich. Naja, wir haben es gesehen. Und ja, das ist halt der Spitzname weg. Schottereichel. 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 Kenn ich den? Nee. Und wenn du ihn heute triffst? Dann nenne ich ihn Schottereichel. Sagst du? Und wie ist es schon der Eichel? Ja, genau. Sagt er gut. Ja. Mathe Unanator. Genau, und das weiß natürlich keiner, dieses Nummer mit dem. Das habe ich jetzt zu dir erzählt. Ja, ja, das hat keiner mitgekriegt. Ja, eben. Das haben wir ja so überflogen. Wir sind ja unter uns. Unter uns. Ja.
Ja, das war, bin ich froh, dass ich das nicht gewesen bin. Mann, Mann, Mann. Ich hab sowas, ich hatte noch, also toi. Kein Bruch, kein gar nichts? Nix, gar nichts. Gar nichts. Sei froh. Gar nichts. Ich hab, Hast du schon mal die Eier im Sack geschnitten beim Rasieren? Ja! Alter! Und zwar am Tag eines Dates. Oh, und musste das Date absagen. Super, ja. Und völlig bescheuert. Und zwar habe ich mit einem Langhaarschneider ohne Aufsatz, dachte ich, ja, wenn ich da so ein bisschen glatziehe und so, dann ziehst du da durch. Ja. Und gehe von unten und das macht richtig. Ich hab mir eine richtige Triangel da reingewämst. Ich hab einen Tipp für dich. Hä? Beim nächsten Mal fragst du mich, ich zieh deinen Platten halt fest. Geht besser. Aber das war jetzt noch nicht so schlimm so. Und außergewöhnliche Orte. Aber hattest du schon mal Sexfantasien mit Menschen, die du, konntest du dir nie sagen? Ich war ja mal verliebt in meine Französischlehrerin. Ja, sowas hat ja jeder mal gehabt, oder? Ich habe wegen der 3 Jahre Französisch gelernt. Wirklich. Bin 3 Jahre lang halt Französischunterricht gehabt. Nur weil ich die sehen wollte. Aber sie hat es dir nicht beigebracht. Was ist ein Langhaarschneider? Alter. Naja, hier. Ein Rasierapparat. Ein Rasierapparat. Mit dem man eigentlich Haare schneidet auf dem Kopf normalerweise. Ja, oder im Gesicht. Im Gesicht. Ich hatte mal kaputte Knie. Durch diesen Vorwerkteppich. Habe ich in meinem Programm eingebaut, sogar in meinem ersten. Hatte ich auch mal. Boah. Oder ist ja noch ja, harmlos, ne? Ja, aber er schon, tut schon weh. Ja. Ausfallen, ich muss eine Pause machen, 1-2 Tage ist das Problem. Wurde ich mal erwischt. Oder einmal im Pool. Im Pool auf Sylt. Von wem? Von dem Bademeister. Von einem Kollegen. War Samstagnachmittag 16 Uhr. Oder? Nee, war tagsüber in der Tat. War nichts los. Ja. Und? Hausverbot oder was? Nö, du tust ja so, als wenn nichts gewesen wäre. So. Wie hast du denn im Arm so? Um dich rum, ein riesen Wellenbad, der Typ kommt. Nur das ganze Becken, völlig unruhig. Ja. Oh. Ansonsten nichts Spektakuläres. Ich habe einmal ein Porno geguckt. Auf VHS. Weiß ich noch, war meine Mutter bei Kaisers. Das ist sowas wie Rewe heute. Ja. Und es gab immer so eine Stelle, die war nicht besonders gut. Und ich höre den Schlüssel und drücke auf Aus und das Band verheißelt sich und kommt nicht raus. Standbild. nee, Bild war aus. Aber die Kassette ging nicht mehr raus. Mhm. Und dann gab es ja nur 2 Möglichkeiten. Ich friemel darum, dann hätte sie das gesehen. Ich habe mich einfach aufs Sofa gesetzt und habe so getan, als wenn ich schlafe und dachte mir, ich habe ja noch Brüder. Mhm. Ich kann ja einfach behaupten, was denn? Ja, sag mal, warst du am Videorekorder? Nee. Ja. Wann? Ja, heute? Nee. Du warst nicht am Videorekorder? Nee. Deine. Warum? Soll ich dir was programmieren? So. Aha. Dann hat die meine Brüder gefragt. Natürlich auch alle nee. Mhm. Mhm. Dann wird alle nee sagen, was denn? Ich weiß nicht. Mhm. Jetzt weiß ich es aber. Jetzt weiß ich es. Meine Mutter hat ja Twitch, genau, um die Uhrzeit. Ja, guckt die sich gerade rein. Na ja. Der Showview ist verstellt. Mario Barth hat einen Hypertrain. Was ist ein Hype-Train? Was ist ein Hype-Train? Weiß ich nicht. Wissen wir nicht. Was ist ein Hype-Train? Chat. Was ist ein Hype-Train?
Wie viele Brüder hast du? 5. Großfamilie. Sub und so. Spam-Chat. So, wenn einfach viel los ist, ja. Wenn du gerade einfach viel Aktivität hast. Geil. Subs und so. Subs und so. Geil. Level-Up-Boost. Was für Levels, Alter. Wie geil ist das? Gibt es Levels wie beim Spiel? Level? Ja, je mehr. Je mehr Leute gucken, desto leveliger ist es? Krass. Ey, ich geil. Ich gar nicht aus. Ich will mal reinfuchsen hier in das Ding. Du musst dich richtig reinfuchsen, das Ding. Naja. Vor allem brauche ich eine Brille. Ich kann es nicht mal lesen. Das ist das Problem. Echt nicht? Nee. Ich kann alles lesen. Ja, sitzt jetzt direkt davor. Mann, ey. Funja. Funja, du sollst noch was erzählen. Funja? Funja! Ich erzähle. Ey, Funja! Ich bin nur zu. Funja! Funja ist am allerbesten! Ja. Funja, sag was! Nee, Funja ist nur hier. Und wir gucken. Level 5 ist Max. Welches Level bin ich? 1? 2. Ich bin schon 2. 3,5 Minuten, um ins nächste Level zu kommen. 3,5 Minuten? Um ins nächste Level zu kommen? Ja, bis dahin musst du eine gewisse Anzahl schaffen jetzt. Oh, Alter, dann pass auf, dann sagt eure Freundin Bescheid, wir müssen jetzt hier Vollgas geben, wir haben noch 3,5 Minuten Zeit. Dann kommen wir in ein. Bitte? Ich komme hoch da, schaffen wir. Vollgas geben, jetzt Vollgas geben, dann kommen wir ins nächste Level. Wird dann das wieder aberkannt wie die Miles and More Karte? Ich weiß es nicht. Was passiert denn dann? Ich weiß es nicht. Ist egal, wir kommen in Level 3, Alter. Jetzt macht doch bitte mit, alle. Kannst du morgen sagen, wir machen Level 3. Oh, Anastasia hat dir gerade... Alter, geil! Anastasia Rose hat mir geholfen. Was? Du hast es geschafft, das nächste Level. Wahnsinn. So, können wir gehen. Das ist ja richtig ist das Geile an Twitch. Ja. Das ist Uli quatscht ja viel mit ihrem Management und so. Das finde ich echt geil, auch auf diesem Weg. Ein großes Hallo. Das ist das Geile bei Twitch, die helfen sich alle untereinander. Das ist cool. Fast alle. Beinahe alle. Wirklich kein Scherz, du. Ja, das ist, wenn du ganz viele Follower hier oder Zuschauer hast und sagst, du, ich mache jetzt Feierabend, dann machst du die einfach aus, sondern du raidest und guckst zum Beispiel, wer ist gerade online, wenn Anastasia gerade Mucke macht, raidest du quasi alle Zuschauer zu ihr, dann kommen alle Zuschauer, die jetzt hier sind, darüber. Und dann können die entscheiden, ob... Darauf drei Schnäpse, das ist absolut richtig! Ich warte auf den Dach, wo die das Ding hier mit dem SEK stürmen. Ja. Warten, aber kein, nee. Kein Unterberg mehr. Ah! Gesundheit? Gesundheit, Ari. Schnäppst dir Gesundheit, mein Süßer. Ah, Herr, danke, Herzchen. Ich bin nur deshalb so ruhig. Weil? Weil ich ruhig bin. Oh, was ist denn dit? Das ist doch aber nicht Asbach. Ist das mal, was ist das denn? Abgeklebt. Holz? Das ist doch aus irgendeiner... Naja, war ist so alles aus meiner Sendung. Ach, guck mal, Asbach ist... Ich habe nur noch eine Pulle Asbach. Oh, muss ich Asbach besorgen? Oh, scheiße, nicht ab. Sogar auch. Johnny Walker, ein Red Label aber. Das ist aus türkischen Hochzeiten immer ganz groß angesagt. Johnny Walker? Ja, mit Cola. Danke fürs Niesen, wäre schön laut gewesen. Gerne. War jetzt nicht geplant, war nicht im Drehbuch. War einfach so passiert, wie der Rest auch. Das ist ein Maria Kron. Ja, kann's auch. Gesundheit. Oh, oh. Ja. Alle getestet und... Wir sind getestet. Wir sind dreifach geimpft mittlerweile, echt. Aber ja, alles voll. Ja, alle. Alle. Das ist Hausstauballergie. Da gehe ich ab. Das ist Maria Kron, Alter. Ja, man muss jetzt nicht wenn Asbach alle ist, kann man hier... Der dreht. Ja. Na okay, Asbach müssen wir aufschreiben. Asbach müssen wir mitbringen. Asbach. Aber ich weiß nicht, wie geht euch das? Also die Nummer mit diesen Fragen. Bist du eigentlich geimpft und so geht mir echt auf den Zünder. Dass die Leute eines permanent fragen. Bin ich etwas. Bist du geimpft? Tetanus. Wirklich? Warum?
Ich glaube, weil wir glauben, dass wenn du geimpft bist, haben wir weniger Angst. Wobei es Schwachsinn ist, ob du geimpft bist oder nicht. Weil letztendlich impfst du dich ja, damit du keinen schweren Verlauf hast. Ja. Es ist eigentlich scheißegal, ob du geimpft bist oder wenn nicht. Wenn du geimpft bist. Wenn ich geimpft bin, ja, du bist nicht geimpft, dann bist du es halt nicht. Ja. Das ist mir auch egal. Aber diese permanente Fragerei nervt. Nervt total. Aber ich hast du recht. Ich hab ja letztens... Bist du geimpft? Ich habe neulich wirklich auch Leute verarscht. Deswegen, haben Sie denn Ihre dritte Impfung schon bekommen? Ich sage, ja, habe ich gemacht, aber es war sehr unangenehm. Warum das denn? Der wird ja in den Hals gespritzt, die dritte. Ja, mit so einer Flexi-Nail geht es ja hier rein. Das tut heute noch weh. Ja. Und dann, die Leute fassen sich direkt an den Hals. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Also kannst du das aussuchen. Man muss es nicht am Hals. Man kann es auch über die Nasenschleimhaut von innen drin rein in den Gaumen spritzen. Das geht auch. Das geht auch. Besser ist, aber das muss jeder für sich selber wissen. Oder in die Harnröhre. In die Harnröhre. Da muss allerdings die Nadel aus Kupfer sein. Ja. Ich bringe ja so, weil es mir einfach, wenn es mich nervt. Ja, es nervt ja, Mensch. Ich habe neulich einen Stream gemacht aus dem Tourbus. Gib ein neues T-Shirt demnächst. Halt deine Fresse. Dich hat keiner gefragt. Ja. Halt deine Fresse. Ich kann es nicht mehr. Du halt nicht mehr, rasier dich mal. Halt doch deine Fresse. Mensch, ich hab doch keiner gefragt. Nee. Rasier dich doch mal. Zieh dir doch mal ein anderes T-Shirt. Halt doch deine Fresse. Ich finde, das kann man ruhig machen, oder nicht, Kleppi? Ja. Halt deine Fresse. Dich hat doch keiner gefragt. Das ist doch... Aber Chat, habt ihr Bock auf... Geht deine Kamera wieder? Nee. Ja? Habt ihr Bock auf so ein Shirt? Halt deine Fresse. Dich hat doch keiner gefragt. Aber ist es nicht gib mir ein Eins, gib mir eine Eins, ey, wenn ihr da. Klebeband. Oder alle, also eins. Es geht euch das auch so, mir geht es so auf den Sack. Unkommentiert, ungefragt. Ungefragt kommentieren. Ja. Weil du so ein Auto haben, halt doch deine Fresse. Dich hat doch keiner gefragt. Alter, ey. Das weiß ich nicht, ob ich aggressiv werde. Nee, man nennt das Übergriffigkeit. Halt doch einfach dein... mir fällt auch nichts anderes ein als Berliner. Was soll man denn sonst sagen? Halt doch deine Fresse. Was laberst? Halt doch deine Klappe. So. Aber das ändert ja nichts am Inhalt. Halt's Maul, hau ab. Geh doch einfach weiter. Warum müssen die auch stehen mit ihrem Scheißdackel und dann alles kommentieren? Wenn so eng an den Bürgersteig fahren, nicht wundern, wenn die Felgen kaputt sind. Sind deine Felgen oder was? Sind's deine Felgen? Hau doch ab, Mensch! Der macht dafür Sorge. Mensch. Der macht nur... Komm runter. Rasier dich mal, Scheibe, Herr. Rasier dich mal. Genau. Am Arsch. Ja. Ja, was haben wir da? Amaretto haben wir da. Das schmeckt furchtbar. Habe ich damals als Kind immer getrunken. Doch, ich trinke es aber gerne. Was war das denn für ein Satz? Nein, kein Amaretto mehr, Freunde. Habe ich immer als Kind getrunken. Bist du wahnsinnig? Da vertrage ich doch gar nicht mehr. Ich war bei der Mutter geklaut. Nussschnaps. Ich trinke nicht. Ich auch nicht. Ich muss morgen arbeiten. Ein Schnaps müssen wir auf Level 3 trinken. Und danach machen wir Feierabend auch. Ja, gut, dann mach doch mal irgendwie hier so ein... Was haben wir denn da? 30.000 Flaschen und wir kriegen... Na, ich habe keine Schnäpse, das muss ich ändern. Apfelkorn, saurer Apfel. Da ist doch Korn, was ist denn das? Das Korn. Boah, Alter, das geht nicht. Na, aber wir können einen Ramazzotti für die Verdauung machen. Ja, los, dann mach hier rein. Ich mach einfach drauf hier, ist egal. Aber nicht ganz voll. Jetzt hör doch mal auf, ey. Ja, komm. Ja, jetzt im Alkohol, ja. Warum haben wir denn hier mehrere? Was ist denn das? Ja, weil du zwei benutzt hast. Warum? Warum? Weiß ich nicht. Weil du nicht immer aus einem Glas trinkst. Ich bin Mario Barth. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Der nimmt immer ein frisches Glas, der feine Herr. Ja, klar, ich bin schließlich Mario Barth. Ja. Nur weil du Promi bist, benutzt du zwei absolut Gläser. Richtig. Ja, absolut toll. Richtig. Ich bin nicht nur Promi, ich bin international anerkannter Superstar. Hättest du aber drei Gläser nehmen müssen. Upsala. Hättest du drei Gläser nehmen müssen. Ja. Ist auch so geil. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ja. Ausrufezeichen. Nee, Fragezeichen. Ei, warum? Ja, dann schenk mir ein Stück ab. Was war das denn gerade? Das ist eine Frechheit. Auf Level 3. Auf Level 3. Haben wir geschafft. Danke, Anastasia Rose. Ist richtig gesagt, nicht? Rose.
Anastasia Rose, oder? Anastasia Rose. Oder? Guck doch mal an. Anastasia Rose. Dankeschön. Level 5, Level 5. Alle wollten Level 5. Was ist Level 5? Was müssen wir dafür machen? 3 Tage noch sitzen? Hier, durchmachen. Wie viele Level gibt es denn überhaupt? 5! Ist es bei jedem Chat, fängt es neu an, Level 1? Ja. Dann haben wir dieses Chat jetzt Ding geschafft, dieses Ding geschafft mit Level 3? Maximum ist Level 5? Gut, dass ich dabei war. Für den ersten schaffen wir Level 5? Hä? Also für den ersten Mal? Ihr seid bei 5. Alter, warum machst du gerade hier Mundspülung? Wir sind bei Level 5. Dann auf Level 3 erstmal. Auf Level 3 erstmal. Upsala. Was ist mit Level 4? Level 4? Habt ihr geschafft, aber schnell direkt übersprungen. Level 4? Haben wir übersprungen? Dann trinken wir auf Level 4. Du kannst bei mir schlafen. Ich sag dir ganz ehrlich, nur weil ich dabei bin. Aber gut, wollt ihr nicht hören. Ist. Warum geht der bei mir so schnell? Weil ich hier stehe? Ja. Das stimmt doch was der nicht. Der Winkel, der aufs, Winkel. Aufs T-Shirt drauf gesifft. Macht mein nichts, Gott, nochmal. Du siehst aus, wenn deine Mutter das sehen würde. Diese Hausstopper. Auf Level 4. Oh, Level 3,5? Nee, 4. Ich kick. Haben wir Level 5 wirklich geschafft? Gegen den Teppich. Chat sagt, gib mir mal eine 1, wenn wir Level 5 geschafft haben. Der würde sich doch freuen, wenn sie stinken würde über Kneipe. Ja, wir haben Level 5 geschafft. Das ist das höchste Level. Wir haben, ey, ich bin echt stolz. Erste Mal live, erste Mal Twitch mit Clappy zusammen. Bist du jetzt jede Woche dabei? Erhöhst du jetzt dein Honorar da jetzt auch deswegen oder was? Gefangen im Keller. Du bist hier einfach gefangen im Keller. Gut, du kannst auch umsonst trinken. Oh mein Gott. Alter, dein Winkel, das ist. Zack. Der Winkel, der. Musst du da nicht auftrinken. Oh ja, vielleicht geht es gar nicht. Was? Also, ist irgendwann ich. Ja. Auch geil, so Typen, die mit sich selber so meckern. Ja, ja. Das ist alles. Meckern auch mal zu viel? Kannst du aufpassen? Kannst du einfach. Ja, das ist mir scheiße. Also, eine. Ich? Ja. Nee. Arian ist kein. Bist du Klugscheißer? Nein. Frag mal Deadlift dann, ja. Boah, aber wir haben ja. Bin ich Meckerkopf? Nein, bin ich nicht. Du bist überhaupt kein Meckerkopf. Völliger Quatsch. Du bist kein Meckerkopf. Überhaupt kein Meckerkopf. Nee. Du bist ein Meckerkopf. Ich? Ja. Du bist noch kein Ton. Du bist jetzt nicht, aber sonst bist du ein Meckerkopf. Deine Wahrnehmung ist echt verschwunden. Eine Raue ist doch und dann geht ich dir wohl los. Ich fahr dich. Genau. Au, der spanische Tunnel, der ist auch gut, haben sie geschrieben. Machen wir nächstes Mal. Das ist türkisch, oder? Tunnel? Nicht? Spanisch, das ist der, von, der heißt so, weil du von tatsächlich einen Tunnelblick kriegst. Glaube ich nicht. Ganz gefährlich. Ich habe einen. So, pass auf, dann, wo ist mein Zettel jetzt 70 hin? 70%. Dann hast du die Hosentasche gesteckt. Habe ich die schon wieder eingesteckt? Nee. Was denn? Aspen? Doch, hier. Was wir noch brauchen, sind. Hier, was ist. Oh, Asbach. Macht nichts. Asbach, Cola. Cola. Zigaretten. Liköre. Ja, so, so Schnäpperkin, Feiglinge oder was sowas. Denn? Was trinkt man denn? Das muss ja aber auch jetzt nicht Apfelkorn. Nicht maximal Apfelkorn. Ekelig werden. Ne? So. Nee, aber dann wünschst du doch was. Ja, während es ein Apfelkorn, das ist okay, würde ich sagen. Also. Na, aber sag mir, was du haben willst und besorge ich das. Aber keine Feigling oder so. Das ist nein, sag mir, was du brauchst. Saurer Apfel, normaler Apfel, Geneva. Geneva, roter mit Geneva, sowas? Gras. Gras. Ja. Sag mal, was ist denn mit Bier eigentlich? Tequila. Hab ich da. Berliner Luft. Haben wir da. Berliner Luft, da. Tequila ist gut. Tequila habe ich schon aufgeschrieben. Habe ich da. Da. Hä? Toffifee. Als Schnaps? Nö, einfach so. Wodka? Nö.
Na, ich habe hier Pfefferminz. 80. Ja. Ich habe gehört, du kriegst so eine ganze Ladung Toffifee. Von wem? Von Herr Toffifee? Sambuca. Toffifee hat gesagt, sie schicken mir eine Ladung Toffifee. Kennst du den Herrn Stork? Nein. Den Generaleinkäufer von Toffifee. Von dem Typen, der letztes Mal den letzten gefressen hat. Von dem Typen. Im Bus. Die besorgen mir Toffifee. Ah. Was, eine 48er Packung oder was? Das ist ich doch nicht, keine Möchte Ahnung. Möchte ich das? Oh. Das hat ihn direkt umgehauen. Schock, schwere Not. Das Geile ist ja. Mach ein Foto, Mensch. Ist der Klassiker. Ist der Klassiker. Aus Versehen den Schnaps umgehauen. Ist der Klassiker. Bis. Nee, lass dich, schaffe es schon. Bruder weiß, eieiei. Aber hier riecht's auch nach Kneipe. Ist so eine Kneipe, oder nicht? Ja, ist wunderbar, ist das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich echt wohl. Ja. Ist ja irre, wie viel Zeit wir hier auch verbringen. Wie geht's dir, Micha? Was ja. Müssen wir verändern? Nächstes Mal ein bisschen brauchst du einen geilen Sessel, ne? Ja. Okay, Christian, was brauchst du denn? Musst du mir sagen, was du brauchst, Christian? Großen Tisch? Genau. Oder soll ich da ein Brett anbringen mit, wo wir da draufstellen können? Ja, stimmt, wenn man hochklappen kann. Ja. Ja, klar. Ja. Das ist doch gut. Bupp, kann man hinstellen, zack, zack. Und dann so ein Schreibtischstuhl für dich. So einen geilen. Nice. Hä? Ja. So, fahren wir nach Hause, wa? Na, ich muss morgen erstmal sagen, dass wir hier, das muss alles, was hier war. In die Spülmaschine. Muss in die Spülmaschine. Ja, ist flau, mal. Pulle ist ja noch halb voll, Alter. Ja, sag ich doch. Alter. Sag mal, was hast du denn gesoffen? Du tust nur so. Gar nichts hat er getrunken. Wird staubt. Du willst jetzt gehen. Nee, du kannst ja noch bleiben. Er will ja gehen. Ich will nicht gehen. Dann bleibt ihr doch noch hier. Willst du gehen? Ich muss so langsam mal irgendwann mal ins Bettchen. Komm, dass du Samstag so lange geschlafen. So, das nehme ich mit. Och, das kann ich nicht mehr lesen, du Scheiße. Krieg schon irgendwie hin. Stinkt die Hose auch noch sehr schön. Schön. Schöner Schnaps. Einmal machen wir nochmal auf. Hä? Mach bitte weiter. Sagen die Leute? Ja. Oder die ins Bett. Alter! Alter! Hast du das gesehen? Aber was sind das für. Deine schönen Fingernagel umgeklappt oder was? Was ist das? Das ist. Ein Fenster. Fenster, nennt man das. Verkleidung für Fenster. Das ist aber auch nicht so ungefährlich hier. Da kein Glas mehr drin. Lass doch, ist doch egal. Ja, ja. Guck mal, hier haben wir schon richtig so eine. Oh, sei es. So eine Lavalampe. Sollte man niemals unten anfassen. So. So. So, Freunde, letzte Runde hier. Fatih mit dem Bett. Da habe ich auch schon überlegt, was ich. Also, ich habe schon geguckt, ich finde ich aber nicht. Ich hätte hier gerne noch so einen Grillofen. Wo soll sich der Typ melden für den Rollstuhlplatz in Koblenz? Bei S-Promotion. S-promotion.de. Da in den Kontakt. Stefan Schornstein ist der Chef. Sagst du schönen Gruß, hast mit mir gequatscht. Koblenz ist nächstes Jahr, oder? Koblenz, nächstes Jahr. Ja, aber Rollstuhl vielleicht. Es gibt immer wieder Fragen, weil irgendwie die Rollstuhlplätze so teilweise gar nicht mit angeboten werden, wobei es die gibt. Die gibt es ja. Finde ich auch gut, dass es was gibt. Klar. Klar. Bockwurstkocher.
fehlt auch noch, schreiben sie. Bockwurstkocher. Ja. Na, hast du schon gesehen? Ich habe Würstchen da. Aber ich, wir haben ja schon gegessen. Reicht mir jetzt auch so. Wir haben gegessen. Ja, das nimmt man am besten mit hoch, weil dass der Keller nicht abfackelt, wegen alter Asche oder doch oder was. Oder wie macht man das? Ja, kann man machen. Aber wenn es hier stehen bleibt, stinkt es nächstes Mal schön. Ist auch gut. Ja, muss ja nicht jetzt. Muss ja jetzt nicht absichtlich. Bisschen Asbach rüber. Dann geht ja. So. Jetzt laufen die Leute zu, wieder aufräumen hier. Mal hier ein Dingsbuster. Mal hier. Zack. Die lassen wir hier. Die Zigarillos, wa? Mhm. Aber keine Sorge, wir kommen wieder. Entschuldigung. Ja, gibt es schon einen Termin und wiederkommen? Nee, wa? Nächste Woche. Nächste Woche. So, eintragen. Und kalte Frikadellen mit Senf. Gesundheit. Danke. Ja, ja, kalte Frikadellen ist hier ein. Das können wir nächstes Mal machen. Na, was können wir denn hier machen? Mit Frikadellen können wir erstmal anfangen. Hey, was gab's in der Kneipe? Buletten. Klar. Würstchen mit Mettbrötchen? Kenn ich nicht. Kannte ich nicht. Brötchen mit Mett. Mettbrötchen in der Kneipe? Nee. Niemals. Salat oder irgendwas in der Art war immer dabei. Nee, da war hier so eine Käseglocke. Ja, hier so was. Und da war da Buletten drin. So sechs Stück. Genau. Und dann so Senf. Ja. Hat sie hier gehabt. So. Die waren so übereinander gestapelt. Nimm dir eine weg, 2,50. So. So. Ja. Diese Staubnummer ist ja echt übel. Hast du da gerade reingeguckt? Machst du das nie? Nee. Ist aber typisch Mann, glaube ich. Also, liebe, jetzt Chat, wie schnaubt ihr? Ich guck auch mal rein, komischerweise. Ich schnaub immer. Schnaube? Ja. Mach so. Und guck jedes Mal rein. Warum? Ich möchte wissen, was ich da rausgeschnaubt habe. Was ist das auch, wenn du dich reinigst oder nicht? Ja? Wenn ich abwische, guckst du auch rein, guck ich. Alle, machen alle eins hier. Ich muss doch gucken. Okay. Du nicht? Nein, ich gucke nicht. Hä? Du musst ja wissen, wann Feierabend ist. Ja, ich weiß nicht, ich spüre das doch. Ich habe ein besseres Körpergefühl als ihr. Das glaube ich nicht. Beim Kacken wischst du ab und guckst nicht. Natürlich nicht. Das ist ja ekelhaft. Ach, jetzt hör doch mal auf jetzt mit dem ekelhaft. So ein Quatsch da, dass da erzählt. Na, erzähl doch nicht so eine Scheiße jetzt hier vor die Leute. Echt, ey. Die Uhrzeit noch. So. War schön, vielen Dank für die Einladung. So, warte, wir müssen nicht, wir können nicht einfach gehen. Na doch, wir schon. Wie geil. Ja. So, wo haben wir denn Müll? Na da, die hier, Tüte da. Mach doch mal, also sag doch mal. Boah, da kann man doch die Pullen da zum Beispiel da auch hinfeuern. So. So. Was ist denn noch? Müssen wir jetzt hier nochmal so abmoderieren? Da, oder was? Moderieren wir noch ab. Und zwar war da zwei doofe, eine Danke. Heute war live, heute war Rups. Als Premiere, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich check den Chat. Also ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass wir das irgendwie jetzt so lange gemacht haben. Und die Zeit ist echt wie im Flug vergangen. Das ist krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das so funktioniert. Wer hat Bock, dass wir nächste Woche wieder hier aufschließen bei Roswitha Kekwe, die Kneipe im Underground, unser Partykeller. Zwei doofe Ihnen danke. Ganz nach dem Motto, sag mal ehrlich. Habt ihr Bock? Ich schon. Ich hab Bock. Wenn ihr Bock habt, sagt euren Freunden, Bekannten, Verwandten weiter Bescheid. Mario Barth Berlin. Wisst ihr ja selber bei Twitch. Sollen mir folgen. Und dann wird das, glaube ich, ein richtig geiles Format. Wollen wir nächste Woche schon einen Gast haben? Können wir machen, ja. Wann denn nächste Woche? Was haben wir heute für einen Tag? Dienstag. Montag. Montag. Donnerstag? Nächste Woche Donnerstag. Dann bist du auf Tour mit mir zusammen. Was machst du Montag? Weißt du nicht. Doch, weiß ich. Bin ich nicht in Berlin. Aha. Weißt du auch nicht. Ich bin auf Mallorca. Oh. Von wie viel Zeit? Von Donnerstag bis Montag. Donnerstag, Freitag, Nanda, Donnerstag, Montag. Ich komme Montag Cinco wieder. Días. Ich komme Montag wieder, aber erst so spät. Cinco días, vale. Wirklich. Bei Mallorca war das der Mann mit der Musik. Genau. Ah. Beruflich natürlich, selbstverständlich.
Wann fliegst du? Donnerstag Nachmittag. Was hab ich denn da? Wann? Donnerstag. Jetzt Donnerstag, der kommende Donnerstag. Jetzt, übermorgen. Ja. Das ist der? Zweite. Der zweite. Pennst du bei dem? Nee. Hotel? Ja. Fährst du alleine? Wir sind zu viert. Ach so, hier, Strump. Fump. Ach, die Jungs. Ach so, ja. Deswegen mit dir kommen. Der andere ist in der Zeit hier in Berlin. Ach, du bist bei dir? Nee. Nee. Ach so. Und du bist mit den üblichen Verdächtigen? Mit hier, dem Langen und dem Kurzen. Der Kleine, ganz Kleine? Der Kleine, der ganz Kleine. Und dir, der sich mit Zahlen auskennt? Ja. Mach da richtig auf... eine Golfnummer halt. Golfnummer, bieg der Falsche. Ach, das ist weg mit dir, komm. Dann kannst du meine Tasche tragen. Ja, kann ich mal. Kann ja auch einer reinhauen. Also, das geht. Also, wir gucken mal, ob wir Montag oder Donnerstag irgendwann werden wir es schaffen. Wir werden euch rechtzeitig informieren und dann werden wir einen festen Tag am besten. Da könnt ihr, vielleicht könnt ihr jetzt einfach mal in den Chat reinballern. Welches der beste Tag ist? Was ist denn für euch der beste Tag? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag? Schreibt mir doch mal bitte in den Chat, was ist für euch der beste Tag, wo wir das machen können? Freitag, klar, Samstag könnt ihr auspennen. Freitagabend, ne? Donnerstag. Montag, Donnerstag, Freitag. Ja, Donnerstag ist für mich auch gut. Freitag ist immer blöd. Freitag ist immer blöd? Warum? Darum. Muss ich das jetzt hier sagen? Dann will er wieder bei Mathematik arbeiten oder nieren. Ganz genau. Das Freitag ist sein... Freitag ist Onationstag. Und dann auch nicht FSK 18 hier. Ja. Donnerstag wird gehen. Ich kann immer, mir ist egal, wenn ich nicht auf Tour bin, kann ich immer. Ja, wer weiß, ob nächste Woche ist. Vielleicht klappt das ja. Wissen wir ja nicht. Vielleicht ist Tour, vielleicht auch nicht. Das weiß man nicht. Wir finden sonst schon... Egal, scheißegal, jeder Tag, schreiben die Leute. Ja. Samstag, Donnerstag. Nächste Mal aber ab 18. Warum? Warum ab 18? Warum ist euch das so wichtig, dass ab 18? Was passiert dann? Verboten. Dann ist dann. Und wie wird das gecheckt, dass ein 16-Jähriger kann das dann nicht gucken? Weil. Der klickt dann an, ich bin noch nicht 18. Bist du wirklich über 18? Wenn nein. Ja hier klicken, wenn nein, dort klicken. Nee, ah, nee. Schade. Hm. Ah, dauert noch ein Jahr. Ja. Schade. Ah! Damn! So. Habe ich jetzt auch nicht verstanden, die Nummer. Aber gut, du musst ja auch nicht alles verstehen. Wegen Alkohol? Wie wegen Alkohol? Wir haben kein Alkohol getrunken. Ja, aber erstens ist alles alkoholfrei gewesen. Zweitens... Die glauben doch nicht, dass wir jetzt hier echt... Nein. Gefärbtes Wasser. Das ist einfach gefärbtes Wasser. Das ist doch ganz klar. Weil ich sonst gesperrt wäre wegen Alkoholkonsum und Zigaretten? Müssten wir mal, kannst du, liest du dir das mal durch? Kannst du ja mal gucken. Dann machen wir halt ab 18. Das ist uns ja egal. Hast du vorhin dein Durchschnitt? Das kriegen wir raus. Twitch könnte Probleme machen. Ja, danke für den Hinweis. Ja. Wir checken das. Genau. Ja. Danke, wir checken das. Genau. Und ansonsten, wenn es euch Spaß gemacht hat, sagt's weiter. Und du raidest jetzt? Wohin? Zu Anastasia. Anastasia. Cool. Rose, mach mal. Wie machst du denn das? Schreibe ich jetzt hier. Wir sind weg. Ist Anastasia online? Kann man sehen. Kann ich jetzt nicht sehen, aber... Aber wenn sie nicht online ist, kann ich sie nicht raiden, ne? Ich versuch's. Woher weiß ich, ob die online sind? Setz die Kamera aus, es gibt noch die und dann müssen wir tschüss sagen. Gut, gut. Nur noch die geht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Wir versuchen jetzt zu raiden und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Geil. Danke für den Support. Ohne euch wäre es nur halb so geil. Ich hoffe, es macht euch genauso Spaß wie uns. Ja. Das war Arjan. Und das war der Mayo. Ring. Ja, bitte. Ja, ja, ja. Komm bitte sofort nach Hause. Wir müssen leider auflegen. Also, bis dann. Tschüss. Toll war's.